So, sorry. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, alles. Bild, Ton. Soweit, so gut. Herzlich willkommen nochmal zum Rechnerstruktur- und Betriebssystem-Tutorium in diesem Jahr. Dürfte nach meiner Rechnung das letzte sein. Denn in einer Woche ist schon Heiligabend. Genau, wir haben nochmal ein paar Aufgaben. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit zur Bearbeitung, aber ich kann immer nur den Tipp geben, macht es nicht auf den letzten Drücker, das wird sonst ein bisschen stressig. Bringt es eher hinter euch, dann habt ihr es erledigt. Die erste Aufgabe. Wir haben ein Code vorliegen. Wir machen es ein bisschen kürzer. Und zwar folgendermaßen. Das hat er nun. So. Also, was haben wir in diesem Code? Dieser Code hat Datenbits. Nennen wir sie mal D1 und D2. Und wir haben in dem Fall ein Prüfbit. Und das Prüfbit nennen wir einfach einmal P1. Das heißt, der Code, den wir jetzt mal zum Üben uns anschauen, besteht damit aus 3-Bit Länge. Unser P1 wird berechnet aus den beiden Datenbits, also D1, in dem Fall auch über eine XOR-Verknüpfung. Das ist dieser Kreis mit dem Symbol drin. Da haben wir also D1 XOR D2. Was heißt das jetzt, wenn ich mir den Code angucke? Ich kann ja für meine Datenbits verschiedene Eingaben haben. Ich kann beides 0 haben. Und dann wäre halt 0 XOR 0. Gut, ist wieder 0. Denn XOR gibt wann uns eine 1 zurück? Genau, nur wenn eines von beiden gilt, also entweder D1 oder D2, in dem Fall eine 1. So, wenn wir jetzt alle möglichen Belegungen von D1 und D2 durchgehen, es kann ja jetzt quasi eins von den beiden kann eine 1 sein oder es kann auch beides eine 1 kommen, dann gilt also nur für diese beiden in der Mitte hier, entweder hat nur D1 die 1 oder nur D2 hat die 1, nur in dem Fall würde aus dem XOR eine 1 kommen. Aus dieser Rechnung. Wenn beides eine 1 hat, dann ist eine 0. Also ganz einfache XOR-Berechnung. Wie ist das, wenn ich jetzt ein weiteres XOR hätte? Also jetzt nochmal hypothetisch, ich hätte hier noch ein XOR D2. Sagen wir mal, wir hätten irgendein D3. Das haben wir jetzt gerade nicht im Beispiel. Aber angenommen, ich hätte jetzt noch ein XOR D3. Wann würde P1 dann den Wert 1 haben? Drei Werte, die mit XOR verknüpft sind. Teilweise richtig, genau. Also wenn eines der drei Ds eine 1 hat, dann kommt eine 1 raus. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Genau, alle drei haben eine 1. Das wäre die zweite Möglichkeit. Also, wenn ich quasi mehrere Werte mit XOR verknüpfe, dann wird das quasi immer weiter durchgerechnet. Also angenommen, das hätte eine 1, das hätte eine 1 und das hätte eine 1. Das würde in der Rechnung bedeuten, 1 XOR 1 wäre, das wissen wir hier raus, wäre 0. Und dann würde ich hier quasi aber weiterrechnen.
Das ist das XOR, was noch weiter ist. Von da oben 0XOR 1 und würde bedeuten, dass ich dann am Ende 1 rauskriegen würde. Das heißt, wenn ich mehr als einen Eingabewert habe, was ist das Eingabewert? Wenn ich mehr als einen Wert habe hier, nein, mehr als zwei Werte habe, die ich mit XOR verknüpfe, dann hängt es kurz gesagt davon ab, habe ich eine ungerade Anzahl Einsen oder habe ich eine gerade Anzahl Einsen in meiner aktuellen Belegung, die ich mir angucke. Ja, wenn ich hier eine gerade Anzahl Einsen drin habe, also wenn quasi zwei von denen, also beispielsweise D1 und D2 oder D2 und D3 eins hätten, dann würde sich das hier zu 0 ändern und da der letzte dann schon 0 war, dann wäre auch wieder 0 am Ende. Habe ich aber eine ungerade Anzahl Einsen, also beispielsweise nur ein von den Werten, dann ist es recht, also einer von den Werten ist recht logisch, dann ist dann eine 1. Habe ich mehrere, in dem Fall beispielsweise 3, also eine ungerade Anzahl Einsen, dann kommt am Ende eine 1 raus. Aber im Moment haben wir gerade nur zwei Eingaben. Das heißt, das kann jetzt mal wieder weg. Okay. Gut. Also unser Code hier relativ einfach gehalten. Wir sollen als allererstes auch einmal die Frage uns jetzt na gut, an sich sollte an sich sollt ihr auch in der Hausaufgabe erstmal quasi eine Liste von den Codewörtern erstellen. Na, da würdet ihr dann auch entsprechend einmal euch aufschreiben, wie war das mit dem Codewort? Da steht da ja auch in einem Hausaufgabentext die Reihenfolge D1, D2, D3, P1, P2, P3. Und dann die möglichen Eingangsbelegungen für D einmal durchgehen, runterschreiben und für jedes P dann einzeln ausrechnen, was dann der Wert dann sein muss unter der aktuellen Eingangsbelegung. So, und wenn wir dann diese Tabelle haben, dann wissen wir halt eben auch, das sind ist unser Codewort mit in diesem Beispiel drei Stellen. Kann man deswegen auch sagen, okay, das ist dann C1, C2, C3. Und wir können uns die Frage stellen, wie sieht das aus mit dem Hamming-Abstand? Kann mir jemand was zum Hamming-Abstand sagen? Oder vielleicht noch eine Idee, es gab ja irgendwie auch eine andere Bezeichnung für den Hamming-Abstand. Genau, richtig. Es geht um die Anzahl der Bits, die sich unterscheiden. Man kann statt Hamming-Abstand eben auch sagen, die Minimaldistanz. Das gibt schon ein bisschen mehr so einen Hinweis, worum es da eigentlich geht. Also das heißt, wir gucken uns die Abstände zwischen zwei Codewörtern an und schauen uns halt an, wie viele Bits unterscheiden sich da? Wie sieht das aus vom ersten zum zweiten? Wie viele Bits unterscheiden sich? Genau, das sind zwei. Also hier würde sich D2 von 0 zu 1 ändern und P1 von 0 zu 1. Das heißt, wir haben hier einen Abstand 2. Wie ist das beim nächsten? Von 011 zu 101. Das ist auch wieder 2. Okay. Genau, weil da ändern sich in dem Fall auf den ersten beiden Positionen die Bits. Und das dritte, brauche ich dann nicht fragen, das sind auch wieder zwei, die sich ändern würden. Und das heißt, wir haben hier Abstand von 2. Und das ist dann auch ja, unsere Minimaldistanz. Die wird auch mit D häufig bezeichnet. Das heißt, wir hätten hier ein D gleich 2. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, okay, das war jetzt relativ einfach, aber was wäre, wenn ich nicht diese Art Abstand gehabt hätte, sondern beispielsweise ich hätte Abstand 2 gehabt, ich hätte Abstand 3 gehabt, ich hätte Abstand 4 gehabt. Einfach jetzt nur mal so als blödes Beispiel. Was wäre dann der Hamming-Abstand? Genau, das wäre immer noch 2.
Weil es heißt, der Minimalabstand, also was ist der minimale Abstand zwischen zwei Codewörtern, und dann würde in dem Fall hier zählen, dass 2 das kleinste war. In dem Fall haben wir hier jetzt alles gleich gehabt. Da müssen wir nicht gucken. Aber falls ihr unterschiedlich viele Abstände habt, dann müsst ihr halt eben schauen, was ist der kleinste Abstand, was ist der minimale Abstand zwischen zwei Codewörtern. Gut, und wenn wir den Hamming-Abstand kennen, dann können wir damit auch noch andere Sachen sagen. Denn es geht ja eben auch darum, hier, wir haben dieses Prüfbit nicht ohne Grund. Es geht eigentlich darum, dass wir irgendwas übertragen wollen und die Möglichkeit haben wollen, das abzuprüfen. So, die Frage, ob wir das in A dreimal machen, weil wir drei. Was genau meinst du mit dreimal machen? Der Vorgang hier mit den Prüfbits? Okay, ja. Genau, also in der Hausaufgabe, das hatte ich ja eben schon gesagt, da habt ihr nicht nur P1, sondern da habt ihr quasi auch noch ein P2 und ein P3. Und ihr habt noch ein paar mehr Datenbits, meine ich, oder? Ja, doch, ihr habt auch noch ein D3 dazu, ne? Das habe ich hier jetzt auch nicht. Die haben hier jeweils aber auch Berechnungsvorschriften, das P2 und das P3. Insofern müsst ihr natürlich das für jedes einmal dann durchrechnen. Für jedes Codewort, was ist dann eigentlich euer P2 und was ist euer P3? Wie war die Reihenfolge? D1, D2. Ihr habt hier irgendwie so ein D3, P2 und P3. Das heißt, hier fehlen euch im Prinzip dann noch entsprechende Bits, die ihr einmal durchrechnen müsst. Genau. So, und ne, das mit dem Abstand, das bezieht sich auf das gesamte Prüfwort. Also immer auf eine Zeile. Von einer Zeile zur nächsten. Das hat dann wieder mit den Prüfbits nicht direkt was zu tun. Räume mal kurz ein bisschen wieder den Kram hier auf. Und ich war stehen geblieben beim Hamming-Abstand. Wir kennen den Hamming-Abstand. Was können wir denn daraus jetzt schließen zum Thema Fehler erkennen und Fehler korrigieren? Da gab es auch was. Keine Erinnerung zurzeit? Fehler erkennen, Fehler korrigieren? Ja, das ist das, was wir jetzt durch den Minimalabstand gesagt haben. Das wissen wir jetzt halt, dass der Abstand mindestens 2 ist. So, und zum Fehler erkennen, genau, da sehe ich es auch. Also es gibt eine Formel, die uns das ganz einfach sagt. Wir müssen gar nicht irgendwie groß gucken, sondern wenn wir unseren Minimalabstand kennen, dann können wir mit Hilfe von der Formel ausrechnen, wie viele Fehler wir korrigieren und wie viel wir erkennen können. Man kann sich das dann natürlich auch optisch überlegen, was bedeutet das eigentlich. Aber grundsätzlich erstmal für Fehler erkennen. Gilt die Vorschrift D-1. Und für korrigieren
gilt d minus 1 durch 2. So, wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen wir halt, okay, genau, wir haben, wenn wir d gleich 2 haben, dann heißt das für uns 2 minus 1, dann können wir hier wohl nur einen Bitfehler erkennen. Das wäre halt, wenn wir uns das eben anschauen würden. Und wir könnten halt sagen, wir hätten vielleicht einen Übertragungsfehler, beispielsweise auf D2 hier. Und wir kriegen 0, 1, 0 übertragen. Dann würden wir. Ja, dann würden wir halt eben gucken können, okay, 0 und 1, die Datenbits. Wir nehmen die Berechnungsvorschrift für das Prüfbit. 0 XOR 1 ergibt 1. Unser Prüfbit ist 0. Da stimmt also irgendwas nicht. Das heißt, wir erkennen, da ist ein Fehler in dieser Zeile. Also wenn wir die Übertragung 0, 1, 0 kriegen. Es können jetzt auch natürlich anders sein. Es kann sein, dass wir den Fehler nicht im Datenbit haben, sondern im Prüfbit. Dann würden wir hier also 001 übertragen kriegen. Wenn wir uns das anschauen, das würde also bedeuten, wir berechnen wieder D1 XOR D2. Also 0 XOR 0 ergibt 0. Wir schauen uns unser Prüfbit an. Das erwarten wir also als 0. Wir kriegen 1. Das heißt, wir wissen, es ist ein Fehler in dieser Übertragung. Also ein Bitfehler können wir erkennen. Was wäre jetzt halt schwierig? 2-Bit-Fehler hatten wir gesagt. Das geht nach der Vorschrift nicht. Können wir auch mal ausprobieren. Okay, also zweite und dritte Stelle wäre falsch übertragen. Ich rechne D1 XOR D2, 0 XOR 1 ergibt 1. Ich prüfe das gegen mein Prüfbit, was ich mit übertragen bekommen habe. Oh, das ist 1. Ich habe 1 errechnet, 1 bekommen. Sieht ja richtig aus. Ich stelle gar nicht fest, dass ich hier gerade einen Fehler drin habe. Also insofern, daher eben diese Vorschrift zur Berechnung der Minimaldistanz minus 1 ist das, was wir an Fehlern erkennen können. Gilt auch für größere Mengen an Bits. Das ist jetzt halt eben ein kleines Beispiel. So, wie sieht das mit Korrigieren aus? Wie viele Bitfehler können wir korrigieren in unserem kleinen Beispiel hier? Okay, wir kommen auf den Wert 1/2. Ja, das stimmt soweit erstmal. Wir rechnen 2 minus 1 ist 1, geteilt durch 2 ist 1/2. Und das heißt für uns, genau das heißt, wir können ja, 0-Bit-Fehler oder das ist doof, wenn ich das so schreibe. In dem Fall halt keine. Es gibt halt keine halben Bitfehler. Das ist eben die Sache. Gleiche wäre halt, wenn wir irgendwie 3,5 oder sowas ausrechnen würden, dann würden wir auch nur 3-Bit-Fehler korrigieren können, aber keine 4-Bit-Fehler. Und genau das Problem ist halt eben, hatte ich ja eben schon, wenn ich jetzt hier beispielsweise das Datenbit ändere und ich rechne das durch. Es kann halt sein, dass der Fehler entweder in einem der Datenbits liegt, in dem Beispiel, weil wenn ich jetzt das andere Datenbit ändern würde auf 1, 1, 0, dann würde das ja auch wieder hinkommen. Ne? 1 XOR 1 ergibt 0. Oder ich würde halt das richtige Falsche ändern, wieder zurück in eine 0. Dann wäre 0 XOR 0 ergibt 0, wäre auch okay. Oder ich ändere das Prüfbit, weil ich denke, das ist falsch übertragen worden. Dann habe ich 0, 1, 1, 0 XOR 1 ergibt 1, wäre auch richtig. Also, wir sehen in unserem kleinen Beispiel, das kann ich halt dann einfach nicht korrigieren. Ich kann erkennen, da ist ein Fehler, aber ich kann ihn nicht korrigieren. Genau. Dann mal ein bisschen schauen.
Das aber weg. Und ich brauche gerade einmal ein bisschen Platz. Und das nehmen wir weg. Und das nehmen wir weg. Okay. Genau, jetzt gibt es hier ganz viele tolle Beschreibungen dazu, wie man das formuliert, wie man einen Fehlervektor dazu machen kann. Wir können jetzt sagen, dass wir, also ihr habt Fehlersyndrom, was berechnet, was sich berechnet aus einer bestimmten Berechnungsvorschrift, basierend auf den Bitstellen. Wir können das ein bisschen angepasster und einfacher uns einmal anschauen. Also, ich könnte jetzt sagen, ich habe eine Stelle, so ein Fehlersyndrom, was ich dann eben auch berechnen kann aus B2 XOR B3. Und ich könnte ein S2 nehmen, was sich berechnet aus B1 XOR B3. Das ist jetzt, die beiden Sachen sind von mir willkürlich gewählt, und sind deswegen einfach als vorgegeben zu betrachten. Das hat jetzt keinen besonderen Grund, sondern es ist einfach im Rahmen der Aufgabe, genauso wie ihr da auch da die Berechnung dann an der anderen Stelle habt. So, genau, was ist das B? B ist der. Jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich den falschen nehme. Genau, B ist quasi der Vektor, der beim Empfänger ankommt. Also, wenn wir hatten hier eben das Beispiel, ich greife das nochmal raus, ne, von 0, 0, 0 wurde das Ganze irgendwie zu 0, 1, 0, weil ich da irgendwie den Fehler an der zweiten Stelle hatte. Das heißt. Das hier wäre dann quasi mein BI mit drei Stellen, ist das, was beim Empfänger angekommen ist. So, und daraus kann ich dann halt einen Fehlersyndrom berechnen. Könnte das jetzt durchgehen. Und genau, wo ich. Denke mal, wir gucken uns das so ein bisschen erstmal an. Wie ist das eigentlich? Das ist so ein Teil, der bei euch in Aufgabe E ist. Wie ist das, wenn da jetzt irgendwie ein Bit fehlerhaft ist? Was bedeutet das für die SI? Wir können also sagen, okay, wir haben können wir sagen, okay, Fehler gibt es irgendwie in Stelle. Also einmal können wir halt sagen, okay, es wäre Stelle 1 im Bit 1, also i gleich 1, gleich 2 oder gleich 3. Das sind die, die wir zur Verfügung hätten. Was ist SI? Das ist definiert, das nennt sich hier Fehlersyndrom. Also. Ja, es geht da um die entsprechende Codewortstelle dann noch dazu, ja.
Deswegen auch der Rückbezug auf das I. I hat ja immer mit einer bestimmten, oder in dem Fall, I ist dann halt für eine bestimmte Stelle in dem ganzen Bereich zu tun. Genau, ich versuche jetzt gerade nur die Aufgabe so ein bisschen von einer anderen Richtung anzugehen, weil es sonst, glaube ich, noch schwieriger wird. Und einen Teil brauchen wir jetzt nicht, sondern machen den eh gleich nochmal in einem anderen. Also, wir könnten halt sagen, okay, wie kann es aussehen, wenn wir einen Fehler in einem bestimmten Bit haben? Das kann halt die Stelle 1, 2 oder 3 sein, denn wir haben ja 1, 2, 3 Stellen für unsere Codewörter. Unser Codewort CI mit C1, C2, C3 wird geschickt. Oder unser Codewort C aus 3 CI wird geschickt. Und es kommt aber halt eben B an. Mit verschiedenen BI. Und jetzt können wir uns eben angucken, was bedeutet das jetzt für unsere Stellen. Wir dürfen sagen, wir haben unser S1, wir haben unser S2. Und wir gucken es uns einmal schrittweise an. Okay, BI1, also anstelle des ersten Bits gibt es eine fehlerhafte Übertragung. Was bedeutet das dann für unser S1 und für unser S2? Genau, unser S2 ist dadurch falsch. Da kriegen wir einen Fehler. Unser S1 ist ganz normal das, was wir erwarten. Da ändert sich in dem Gesamten nichts. Da sollte dann im Endeffekt dann auch eine 0 rauskommen. Wir haben bei unserem S2 haben wir aber ein falsches Ergebnis. Das setzen wir dann entsprechend mit der 1. Wie ist das mit dem 2, wenn ich da mir das Ganze anschaue? Also wenn an der Stelle B2 ein Fehler ist, was bedeutet das für die SI? Nein, wir haben die Verbindung ist insofern, es gibt ein Codewort, was aus 3 Bits besteht. Ja, das ist das, was wir losschicken. C1, C2, C3. Was wir aber kriegen, ist, dass wir noch Fehler dazu kriegen können. Und insofern also nicht C1, C2, C3 ankommt, sondern an dieser Stelle kommt B1, B2, B3 an. Das ist das, was beim Empfänger ankommt. Und es kann halt jetzt eben sein, dass wir, das ist das, wo wir eben gucken sollen an der Stelle, wo, was passiert aus unseren Prüfgeschichten, wenn wir da einen Fehler kriegen. Was bedeutet das für uns? Wo ist dann eigentlich der Fehler zu sehen in dem Ganzen? Also, ich sehe, was ich gerade. Ja, ich habe euch einen halben Punkt übersprungen. Dieses Fehlerberechnete, was ihr da in E auch haben sollt. Nachdem vorher gezeigt wurde, dass dieses B2 XOR B3 äquivalent wäre in dem Beispiel dann zu E2 XOR E3. Bitte um Entschuldigung, dass ich den Teil nicht so ganz mitgenommen habe.
Das E steht für die entsprechenden Fehler, die wir da haben. Und sagt uns, ob wir halt einen Fehler an der Stelle haben oder nicht. Also insofern ist das halt, wir gucken, das haben wir eben implizit schon richtig gemacht. Wir gucken also, wenn wir eine Stelle haben, wie weit geht die ein in unsere Fehlerberechnung, und wenn wir wissen, dass B1 eingeht in die Berechnung von S2, dann wird hier auch dann nur eine 1 rauskommen, wenn da ein Fehler ist. Wohlgemerkt für ein Bitfehler. Ja, wenn wir zwei Bitfehler hätten, die zufällig an Stelle B1 und B3 sind, dann würden wir also diesen Fehler an E1 und E3 haben, der uns dann markiert, also der sich dann markiert, und das hebt sich dann wieder gegenseitig auf. B ist grundsätzlich das, was ankommt. Also. E. E ist das, was. Ja, also das. E ist die. Oh Gott, der Fehlervektor. Und der sagt uns einfach nur, ob dann ein Fehler an der Stelle ist oder nicht. Also dem Beispiel halt hier. E ist die zweite Stelle, die ist falsch übertragen worden. Das heißt, E, also was heißt E ist die zweite? Der Fehler ist an der zweiten Stelle. Und das heißt, hierfür würde E2 gleich 1 sein, weil hier ein Fehler ist an der zweiten Stelle. E1 und E3 würden aber 0 sein, weil dort kein Fehler ist. Also das ist die Definition von dem Fehlervektor, dass der so funktioniert. Dass das äquivalent ist, B2 XOR B3 zu E2 XOR E3, beziehungsweise eigentlich bei euch das komplexere, also dass man aus den, dass man das Äquivalent sich angucken kann, das ist das, was ihr in C berechnen sollt, was heißt berechnen, zeigen sollt. Im Endeffekt ist das aber in Aufgabe C ist das eine reine Umformung von, also, ne, kennt ihr vielleicht irgendwie sonst so auch aus der Mathematik, dass ihr, wenn ihr irgendwie zwei Sachen habt, die sollen irgendwie gleich sein, dann fange ich halt an mit dem einen. Das heißt dann beispielsweise S1 gleich B2 XOR B3 XOR B4. Und dann muss ich dieses B2 XOR B3 XOR B4 so lange umformen, bis ich unten was habe, was genauso ist wie das, was ich als Ergebnis haben soll. Also E2 XOR E3 XOR E4. Und da muss dann entsprechend dann eben geguckt werden, was ist von den Definitionen schon gleich, und dann einfach nur die Umformung gemacht werden nach XOR-Umrechnung. Mit XOR rechnen würde ich gleich mit euch in der zweiten Aufgabe noch tun, deswegen wollte ich da nicht so stark drauf hingehen. Gut. Genau, und wenn wir schon dabei sind, für Aufgabe B, achtet darauf, im Aufgabentext ist euch ja die Definition von BI gegeben, und dadurch könnt ihr BI zu C und E umformen, und danach müsst ihr das entsprechend dann halt weiterformen. So, warum betrachten wir S3 jetzt nicht? Weil ich eine einfachere, andere Aufgabe genommen habe als das, was auf dem Aufgabenblatt ist. Ich mache ja nicht ganz genau mit euch S3. Ihr habt auf dem Aufgabenblatt, habt ihr mehr Datenbits, mehr Prüfbits. Ich habe das ein bisschen alles eingedampft. Ich hoffe, jetzt haben wir die meisten Fragen abgedeckt. Zurück zu dem Bereich, mal da links auch drei Stellen.
Drei Stellen. Also, warum das drei Stellen sind? In der Hausaufgabe habt ihr mehr als drei Stellen, ne? Ihr habt in der Hausaufgabe drei Datenbits, aber auch drei Prüfbits. Das habt ihr sechs Stellen. Wir haben zwei Datenbits und ein Prüfbit. Und die S hat, das hat jetzt nicht direkt was mit den Prüfbits zu tun. Nein, ihr guckt, ihr braucht, das geht jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass ihr euch dann das vielleicht besser vorstellen könnt. Im Endeffekt habt ihr, soll das ja allgemein betrachtet werden. Also zumindest für allgemein einen Code nach dem Ganzen. So, und ihr könnt halt eben sagen, wir haben hier wenn wir einen Fehler haben an einer bestimmten Stelle BI, wo wirkt der sich dann auf S1 oder auf S2 aus? So, und da haben wir halt geguckt, wir haben hier nur S1 und S2. Auf S1 wirkt sich ein Fehler an Stelle 1 nicht aus. Ja, da ist hier kein B1 drin. Aber bei S2, da haben wir hier B1, da wirkt es sich aus. Und insofern haben wir das da dann festgehalten. Wenn wir uns jetzt das Ganze für BI mit I gleich 2 angucken, dann gucken wir wieder. Wir haben hier S1 aus B2 XOR B3. Das heißt, hier kommt das B2 rein, da wirkt es sich aus. In S2 geht B2 gar nicht ein. Heißt für uns also, in S1 werden wir hier diesen, wird der Wert 1 rauskommen und in S2 der Wert 0. Weil, ne, das ist das, was ihr eben als Äquivalenz in C einmal zeigen sollt, aber wir können es hier als gegeben auch dann voraussetzen, wenn wir hier eben einen Fehler haben an Stelle B2, dann wird uns entsprechend der Fehlervektor E2 gesetzt und E3 aber halt nicht, weil der damit nichts zu tun hat und in dem anderen Fall halt hier ne, B2, also dann wird auch an Stelle E1, E3 wird dann natürlich kein Fehlervektor neu gesetzt. So, vielleicht noch mal auf B3, bei 3 dann für, genau, da haben wir dann, wenn wir uns das hier bei 3 anschauen, Strich einmal weg. So, für 3, da schauen wir also, wo wenn Fehler an Stelle B3 ist. Wo wirkt es sich aus? Für unser hier Fehlersyndrom. B3. Also unsere Berechnungen sagen, ah, da ist ein B3, da ist ein B3. Das heißt, in beiden Fällen würde hier und hier eine 1 reinkommen. An den anderen beiden Stellen wirkt es sich nicht aus. Das heißt, wir hätten 0xOR1, 0xOR1. Und damit haben wir an beiden Stellen hier eine 1. Mehr Fehler wäre dann ein wenig schwierig. Also wenn wir jetzt, ich könnte ja ein ganz blödes, einfaches Beispiel, ich hätte jetzt nicht nur B3 einen Fehler, sondern ich hätte auch B2 einen Fehler.
Und das führt dann dazu, dass ich hier irgendwie auf 0 rauskomme. Ich kann versuchen, das irgendwie festzuhalten, aber es ist halt nichts, wo ich damit was rausfinden kann. Denn das Spannende ist jetzt eigentlich, was bedeutet es, wenn ich das Ganze hier prüfe? Also wenn ich meine Berechnung mache, ich kriege ja B2, ich kriege B3, gucke mir das Ganze irgendwie an und ich kriege mein System, was mir alles irgendwie toll berechnet, und mein System sagt mir, hey, dein S1, S2 ist irgendwie ich krieg das hier raus. Oder sagt mir, das ist halt irgendwie so ein S, was ich hier kriegen würde. 0 und 0. Das ist das Gleiche, wie wenn alles richtig wäre, genau. Okay, das war ein dummes Beispiel. Es tut mir leid. Ja, das stimmt. Ja. Gut, das stimmt. Damit, ach, da habe ich einmal nicht aufgepasst. An der Stelle ist das natürlich etwas schwieriger. Ich muss jetzt einmal erweitern um S3 und S4. Und wir haben ganz zufällige Werte. Ihr habt kein S3, ihr habt kein S4, ihr habt keine Berechnungsvorschrift. Zum Beispiel ist das jetzt einfach mal so. Und daraus könnte ein S berechnet, also es könnte halt eben sein, dass wir unsere Software automatisch ein S berechnen lassen und wir kriegen als S ein Ergebnis raus, was so aussieht. Beispielsweise 1,1,1,0. Also S1 wäre 1, S2 wäre 1, S3 wäre 1, S4 wäre 0. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, was bedeutet das denn eigentlich für uns? Und wir würden irgendwie sehen, irgendwie gibt es ja kein S, was mit dieser Berechnungsvorschrift zusammenpasst. Also das ist so ein bisschen das, wie was wir eben hatten. Das heißt, es kann sein, dass wir selber uns jetzt irgendwie verrechnet haben, oder aber was wahrscheinlicher ist, dass hier irgendwas zusammengekommen ist, was dazu führt, dass wir nicht nur einen Einbitfehler haben. Beziehungsweise das Beispiel, was wir halt eben hatten, für zwei Stellen, wenn hier irgendwie ein S berechnet wird und da kommt 0,0 raus, dann kann es sein, dass einfach keine Fehler waren. Oder es kann halt eben auch sein, dass wir zwei Fehler hatten, die sich gegenseitig aufgehoben haben. Würden wir allerdings bei der Berechnung von S nicht 0,0 kriegen, sondern beispielsweise 0,1. Und wir betrachten wieder unsere ursprüngliche Tabelle. Was könnten wir daraus schließen? Richtig. Genau, also das war das, was ich halt sagen wollte. Wir haben im Endeffekt sind das quasi unsere, irgendwie können wir das als Prüfvektor auch missbrauchen. Und wenn wir hier sehen, dass wir 0,1 kriegen, also S1, 0, S2, 1, dann sagt es uns erstmal, da liegt wohl ein Fehler vor. Und gleichzeitig sagt es uns auch, an welcher Stelle der Fehler liegt, nämlich an der ersten Stelle, und damit könnten wir es halt eben korrigieren.
Genau, ihr habt ein bisschen andere Berechnungen von diesen ganzen P und S in der Hausaufgabe. Erste Stelle, das bezieht sich auf die Stelle der Bits jeweils. Also erste Stelle wäre halt, wäre hier die erste von denen, also I1 gleich I gleich 1. Ne? I gleich 2 ist die zweite Stelle und I gleich 3 die dritte Stelle aus dem Gesamtcodewort des Ganzen. Naja, ihr habt für die Hausaufgabe habt ihr ja insgesamt 6 Bit, wobei 3 halt als Prüfbit zu sehen sind. Und da gibt es die entsprechenden Vorschriften, Berechnungsvorschriften dann dreimal. Ihr habt ja für S1, S2 und S3 zu Hause die Berechnungsvorschrift. Auch da gilt dann, ihr würdet eine Tabelle aufstellen. Mit der Fehler liegt an, ne, wie lang war euer Codewort? Euer Codewort ist 6 Stellen lang. Also kann der Fehler an Stelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 liegen. Und gleichzeitig habt ihr insgesamt S1, S2, S3 und dann damit eben 3 Spalten, die ihr dann nebeneinander ausfüllen müsst. Und daraus gibt es halt quasi dann auch diese Prüfwörter, die euch das dann rückwärts theoretisch ermöglichen würden zu erkennen, wo der Fehler liegt. Ja, und auch da, ne, man, die Frage, die habe ich eben nicht ohne Grund gestellt, so mit dem, wie ist es denn jetzt, wenn wir hier sowas für ein ganz langes hätten, oder ja gut, mein 0,0 war halt ein doofes Beispiel an der Stelle, weil das ist tatsächlich, das ist, wurde korrekt übertragen. Genau, aber es kann halt auch sein, dass ihr irgendwie da einen Prüfvektor oder Prüfwort S kriegt, was nicht in eurer Tabelle ist für die Einbitfehler und dann heißt es halt, ja, wahrscheinlich irgendwas anderes. Und wenn ihr nur Einbitfehler korrigieren könnt, dann ist natürlich sowieso schlecht. Wie fügt man S1 und S2 zusammen? Naja, von der Reihenfolge, S1 und ihr habt S2. Eine Stelle näht nach der anderen. Naja, du meinst das jetzt hier. Das war jetzt eben ein Beispiel, wo ich gesagt habe, was ist, wenn wir das berechnen, errechnen, wenn das rauskommt aus unseren Bs, was heißt das für uns? Ja, wir können natürlich auch gucken wir uns das nochmal vielleicht tatsächlich an dem Beispiel hier an, was wir hier hatten. Das müsste eigentlich auch gehen. Also ich habe statt 000, das war ja die erste Zeile hier, ich habe 010 übertragen bekommen. Und dann kann ich auch sagen, gut, das ist das, was ich übertragen bekommen habe. B2 XOR B3 sollte mir an der Stelle eine 1 geben. Ne? Weil 1 XOR 0 und B1 XOR B3, erste Stelle, dritte Stelle, 0 XOR 0 ergibt mir eine 0.
Und das heißt, mein S wäre 1,0. Jetzt kann ich gucken, das ist ein gültiges Prüfwort. 0,0 würde bedeuten, ich habe alles richtig. Hier in dem Fall ist es jetzt so, dass ich 1,0 habe. 1,0 sagt mir, der Fehler liegt wo? Der Fehler liegt an der zweiten Stelle. Und das stimmt tatsächlich auch. Ja, also wenn du das S ausrechnest, dann sollte bei einer korrekten Übertragung immer komplett 0 rauskommen. Also je nachdem, wie viel S das sind, ist das halt 0,0,0,0. Ne? Also hier bei dem Beispiel mit 4S wäre halt 4 mal die 0 wäre korrekt übertragen. Dann gab es keine Fehler. Oder so viele, wie wir halt nicht mehr erkennen können. Hier war es jetzt so, da war halt nicht nur 0 rausgekommen, sondern was anderes. Und genau dann würde man in der Tabelle gucken, finde ich das wieder und was sagt mir die Tabelle darüber dann, wo ist der Fehler aufgetreten? Ja. Kannst du versuchen, das nochmal? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Okay, also auch für die Berechnung in der Tabelle hier. Okay, genau. Denk daran, dass die hier ja einzeln berechnet worden sind. Erst S1, dann S2. Und damit musst du es natürlich zusammenrechnen auf einmal. Also wir haben quasi für B3 gesagt, wir berechnen unser S1 mein B3 mit einem Fehler gibt mir dann eben, wenn da ein Fehler an der Stelle B3 ist, dann kriege ich auch den Fehlervektor E3, das heißt der S1 und dann würde ich, also das liegt an der Definition aus dem Ganzen. In der Aufgabe C steht im Aufgabentext, Fehler modellieren wir so, dass wir uns vorstellen, dass bei einem korrekten Codewort ein Fehlervektor, ein korrektes Codewort C, das ist das hier, ein Fehlervektor E wirkt und für EI gleich 1, also für E an einer bestimmten Stelle. Gibt es dann, wenn das 1 ist, dann heißt es, dass der Fehler an der entsprechenden Codewortstelle C auftritt. Also wenn wir sagen, dass an Codewortstelle C ein Fehler auftritt, dann würde dort eine 1 als bei E stehen sollen. Da haben wir so ein bisschen die Verknüpfung, dass wir halt, wenn wir wissen, B3, weil B ist ja das, was wir empfangen, C ist, was losgesendet wird, B ist, was wir empfangen. Trotzdem bezieht es sich natürlich aufeinander. Kriegen wir da am Ende in E3 dann den Fehlervektor, weil er sich wieder auf C3 bezieht am Anfang. Das ist jetzt irgendwie logischer geworden. Okay, das hier. Nein, das ist schlecht.
Dieser Teil hier, was jetzt in diesem Kasten ist, das ist meine willkürlich gewählte, und das betone ich nochmal, willkürlich gewählte Berechnungsvorschrift, um dieses Beispiel durchzugehen. Die ist nicht so sinnvoll wie die, die ihr in der Hausaufgabe habt. Aber ich musste halt irgendwie eine nehmen, damit wir das hier durcharbeiten können. Also, was ihr sehen könnt in der Hausaufgabe, gehen wir sonst noch mal auf die Hausaufgabe kurz, aber nur in High Level. In der Hausaufgabe ist die Definition, ihr habt D1, ihr habt D2, ihr habt oh, zu weit, D3, kann schon mal schöner schreiben, P1, P2 und P3. Wir gucken uns jetzt nur mal P1 an. P1 wird berechnet, weil das ist doof, wenn ich das da oben hinschreibe. P1 wird berechnet aus D2 XOR D3. So, das ist die Verbindung zwischen diesen drei Bits. Für die Berechnung des Fehlersyndroms werden jetzt diese drei Sachen, ne, weil wir wissen auch, warte mal, das hier ist C4, also vierte Stelle, fünfte Stelle, sechste Stelle. Und jetzt haben wir die Berechnung von S1. S1 sagt mir, ich berechne B2 XOR B3 XOR B4. Was ist B4? B4 ist die vierte Stelle am ursprünglichen C4. Das ist das hier. Oder das P1. Da haben wir also die Verknüpfung zu dem Ganzen, dass das damit eingeht. Also das heißt, euer Fehlersyndrom basiert auf den Daten, übertragenen Datenbits plus dem übertragenen Prüfbit. Wenn wir das mit S2 machen, da haben wir B1, B3 und B5. Auch alles XORed, aber dafür brauche ich jetzt länger. Okay, was heißt das? Wenn wir uns das angucken, B1 ist D1, B3 ist D3 und B5 ist P2. Ja, jetzt setze ich die XOR da doch einmal rein. So, P2. Was ist die Berechnungsvorschrift für P2? Wir können das Ganze rückwärts gehen. Oh, die Berechnungsvorschrift für P2 ist D1 XOR D3. Vielleicht sind hilft das ein bisschen bei den Zusammenhängen. Also euer Fehlersyndrom basiert auf den an sich erstmal den Datenbits und den Prüfbits, die übertragen worden sind und dann aber ganz explizit halt auf das, was angekommen ist. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht vollständig verschreckt. Gebt mir mal irgendeine Rückmeldung. Besser, schlechter, Fragen? Besser, okay. Ja. B1 bis B3 steckt das hinter, was als D1 bis D3 losgeschickt wurde, plus eventuell ein Fehler. Also wenn ihr euch die Definition von B anschaut, also beispielsweise B1, ich nehme jetzt nicht BI, ich nehme jetzt direkt B1.
B1 hat ja die Definition, dass es aus CI, also C1 besteht, XOR, EI, also E1 in dem Fall. Heißt also, wir schicken C1 auf die Reise. Da kann eventuell jetzt irgendwas einwirken, das dazu führt, dass wir da irgendwas anderes kriegen. Das heißt, wir kriegen irgendwie ein B1. Und dieses, was hier einwirkt, ist unser E1. Ne? Wir schicken C1 los, kriegen B1 und eventuell kann es halt sein, dass wir da irgendeinen Fehler drin haben, der dazu gekommen ist. Das ist unser E1, der uns halt in der Übertragung gestört hat. Ne? Es geht immer darum, dass wir quasi Bits übertragen in der Kommunikation und dabei vielleicht irgendwie halt eine Störung auftreten kann und wir deswegen nicht genau das kriegen, was wir eigentlich haben wollen. Und da man das eigentlich gerne versucht rauszufinden und möglichst Software selber korrigieren zu lassen. Also so ein gutes Beispiel ist halt, ihr wollt ein Video euch vielleicht angucken, irgendwie über einen Streamingdienst und dann ist an ein paar Stellen vielleicht eure Internetanbindung mal nicht so ganz gut und es holpert ein bisschen. Auch da werden ziemlich sicher Prüfbits mit da drin sein. Und diese Prüfbits versuchen dann die Stellen in der Übertragung, die dann fehlen, herauszurechnen, damit ihr dann trotzdem irgendwie das richtige Video seht. Gut. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen, wo waren wir? Das haben wir, das haben wir. Das haben wir auch. Dann. Genau, also und für C, wie gesagt, für Aufgabenteil C, ist das halt hier eben das Wichtige. In dem Fall jetzt nicht auf B1, sondern auf BI bezogen. Oder das gilt halt für alle. Ihr nehmt eure Berechnungsvorschrift S1 und da habt ihr eben die Berechnungsvorschrift, wie sie hier ist. Und das Ganze sollt ihr umformen, sodass am Ende halt dieses E2 XOR E3 XOR E4 rauskommt. Und ne, wenn ihr irgendwie hier seht, ihr wollt ja Es reinhaben und ihr habt was, wie ihr Bs durch Es ersetzen könnt. Zugegebenermaßen plus nochmal Cs, also die Cs müsst ihr dann nochmal gucken, wie ihr die wieder am Ende wegkriegt. Aber da gibt es ja vielleicht auch was, wie man mit einem C was anderes machen kann. Also da müsst ihr halt eben wirklich gucken, was könnt ihr wodurch austauschen und dann entsprechend auf die richtige Berechnung kommen. Immerhin wisst ihr, was euer Ziel am Ende ist. Ne? Also aus B2, B3, B4 soll am Ende E2, E3, E4 geworden sein. Gut, ich glaube, damit lassen wir 7.1 mal hinter uns und gehen zu den kanonischen Formen. Auch hier ein einfaches Beispiel, ein bisschen runtergebrochen. Wir schauen uns an, wir haben eine Funktion, f von a meinetwegen. F von A definiert sich durch folgende Variablen. Ich habe die Variablen A, B und C. Und meine Berechnungsvorschrift ist nicht A oder nicht B und nicht C. Und hier soll ich jetzt quasi dann auch einmal nacheinander die kanonische DNF, die kanonische KNF und die Reed-Muller-Form notieren. Vielleicht sollten wir dann erstmal gucken, was heißt in Bezug auf vor allem KNF und DNF, was heißt kanonische Form? Kann da jemand grob was zu sagen? Eine Idee?
Okay, genau. Also im Endeffekt ist dann nachher die Form, genau, wir haben jeweils Min-Max-Terme. Also für Konjunktiv ist das eine Oder-Verknüpfung oder Verknüpfung von Termen. Und diese Terme sind alle irgendwie unverknüpft. Das ist das, was wir für die DNF haben. Oder dann eben für die kanonische DNF ist das am Ende eine Grundform. Außerdem müssen eben in diesen Min- und Max-Term müssen alle Eingangsvariablen repräsentiert sein. Ne? Ich könnte jetzt ja hier meine Formel angucken und könnte sagen, aber das sieht doch hier so aus wie das. Stimmt, ist fast so. Ich habe da ja und irgendwie Verknüpfung und auf der Außenseite habe ich oder. Aber ich habe nicht alle Eingangsvariablen darin repräsentiert. Also für die kanonische, also erstmal, es ist eine, wahrscheinlich wäre das eine gültige DNF. Könnte sehr gut sein. Aber für die kanonische DNF brauche ich leider alle Eingangsvariablen. Das heißt, ich muss in meinen Term so weit kommen, dass ich hier A, B und C unverknüpft habe oder verknüpft gegebenenfalls mit weiteren, wo ich dann A, B und C unverknüpft habe, jeweils positiv oder negativ. Vielleicht sogar noch weitere oder irgendwas A, B und C. Und KNF ist dann das andere. Da haben wir eine eine Unverknüpfung von oder verknüpften Termen, also bei drei Eingangsvariablen. Habe ich dann am Ende nachher bei der kanonischen entsprechend zwei Oders dazwischen. Und genau, also wie viele wir hier haben, wie viele Terme es wirklich sind, müssen wir dann eben gucken. Heißt auch hier, also hier sehen wir sehr deutlich, dass das irgendwie nicht passt, denn irgendwie auf der Hauptebene haben wir eine Oder-Verknüpfung, das ist hier in keinem Fall eine kanonische KNF. Soweit sind wir also noch nicht. Das müssen wir noch einmal richtig machen. Gut, ja. Das gucken wir uns, glaube ich, dann im Zusammenhang mit dem KV-Diagramm in der dritten Aufgabe genauer an. Aber im Prinzip geht das in die richtige Richtung. Genau. Also wir haben, wenn ich einen Term habe, A heißt, dass die Belegung von A quasi, dass es wahr ist und ich kann nicht A haben, dann ist es die negierte Form. Also nein, A heißt nicht, dass es wahr ist, sondern A ist die normale Form der Term. Nicht A ist die Negierung. Und wenn ich mir dann gleich mit KV-Diagramm angucke, dann habe ich da auch entsprechende Einsen und Nullen da noch mit hinter. Da gucken wir uns das aber noch mal detaillierter an, hätte ich gesagt. Gut. Wir machen dann aber als erstes die DNF. DNF heißt für uns also, wir wollen nur eine oder verknüpfte Und-Terme haben. Und was gibt es noch, was uns helfen kann? Es gibt so diverse Rechenregeln, die sind da ganz praktisch. Sowohl für DNF als auch KNF. Also wir können sagen, erstmal eine Verkürzung der Schreibweise natürlich, das sollten wir auch noch mal wissen. A oder B, nee, A und B kann auch geschrieben werden als A und B, da kann man das entsprechend weglassen, das macht es übersichtlicher. So, dann aber die Rechenregeln. Ich kann haben A oder nicht A. Also, wenn ich A oder nicht A habe, was ist dann der Wahrheitswert, der danach herauskommt? Ja, das Ergebnis von meiner Berechnung, also mein Ergebnis aus der Berechnung A oder nicht A, mein Ergebnis aus wahr oder falsch,
Ja, wahr oder falsch ist irgendwie immer wahr, weil eins von beiden wird immer eintreten. Also entweder wird A wahr sein oder A wird nicht wahr sein, wenn ich das Ganze mit einer Belegung versehe. Das heißt, A oder nicht A, darf ich auch sagen, ist das gleiche wie 1. So, ich kann jetzt auch sagen, ich habe A oder A. Wie kann ich das vielleicht anders schreiben? Genau, das ist einfach nur A. Weil A oder A, der Ergebniswert am Ende ist einfach A. Brauche ich das nicht zigmal schreiben. Es ist ja nur oder verknüpft. Also wenn A wahr ist, dann wird A am Ende rauskommen. Wenn A nicht wahr ist, na gut, dann halt nicht. Also der Wahrheitswert hängt nur von A ab. So, was ich auch noch haben kann, ist das Gegenteil zu hier oben. Ich kann haben A und nicht A. Was ist A und nicht A? Was bedeutet das für den Wahrheitswert? Das bedeutet 0, genau. Also etwas kann nicht gleichzeitig wahr und falsch sein. Das heißt, mindestens einer dieser beiden Werte wird 0 sein. Wenn ich das mir angucke im Detail und wenn einer von den beiden Werten 0 ist, 0 und irgendwas kann nie eine 1 ergeben, also ist das 0. So, das kann unter Umständen für uns gleich ganz praktisch und hilfreich sein. So, also, wir wollen die DNF berechnen von A, nicht A oder nicht B und nicht C. Hat einer eine Idee, wie wir vorgehen könnten, was wir als erstes machen? Ja, Klammern auflösen klingt nach einer brauchbaren Idee. Im Endeffekt ist das so fast wie, ich hätte irgendwie x mal Y plus Z oder sowas und also x mal Klammer auf, Y plus Z, irgendwie so sowas in der Art und dann will ich vielleicht die Klammern auflösen und ja, irgendwie halt ausmultiplizieren das Ganze. Gut, das könnte ich versuchen. Ich überlege gerade, ob das die beste Variante an der Stelle wäre. Was war unser Ziel? Wir wollten eine DNF haben. DNF war am Ende Unverknüpfung. Mehr Unverknüpfung und das Ganze durch ein Oder verknüpft. Ist es sinnvoll, hier die Klammern aufzulösen, wenn wir uns angucken, was auf der Hauptebene gerade die Verknüpfung ist. Ja, vielleicht eher nicht an der Stelle. Das werden wir wahrscheinlich dann bei der KNF brauchen, weil da müssen wir irgendwie weiterkommen. Also, das hier sieht schon mal gut aus, ne? Wir haben eine Oder auf höchster Ebene. Aber was hatte ich gesagt? Was fehlt uns noch für die DNF? Wenn ich mir hier so einen Term angucke. Ja, mindestens eine weitere Unverknüpfung, nicht nur eine. Denn es müssen alle. Also in diesen Unterms bei der DNF müssen wir alle Eingangsvariablen berücksichtigt haben. Das heißt, wir müssen irgendwie dieses Nicht-A erweitern in einer Form, wie wir es dürfen, dass wir da ein Und setzen dürfen. Okay, was dürfen wir ergänzen zu einem Wahrheitswert, ohne dass wir den Gesamtwahrheitswert der Formel verändern.
Ja, genau. Nicht A ist das im Prinzip. Nicht A und 1. Also, nicht A und 1 ist das, was wir sagen dürfen, das dürfen wir ergänzen, denn nicht A und 1 wird der Wahrheitswert immer abhängen von dem Nicht-A. Das ist soweit erstmal gut. Und jetzt müssten wir halt das nutzen, dass wir wissen, okay, das ist soweit okay, das dürfen wir, dann dürfen wir 1 ergänzen. Die 1 können wir jetzt nämlich vielleicht ersetzen. Ja, also ich hoffe, das ist soweit erstmal klar, ne? Nicht A und 1 ergibt immer den Wert von nicht A. Wenn nicht A 0 ist, 0 und 1 ergibt 0. Wenn nicht A 1 ist, 1 und 1 ergibt 1. Deswegen ist nicht A und 1 immer, also das ändert nichts an der Gesamtwahrheit. So, aber ich habe jetzt ja ein A habe ich schon drin. Ich will ja eigentlich ein B und ein C reinhaben. Wie kann ich jetzt an der Stelle das weitermachen, dass ich da ein A und ein C vielleicht reinkriege? Ein B und ein C reinkriege. Oder ein B oder ein C. Also können auch schrittweise. Machen wir erstmal eins. Wie kriege ich dann B dazu? Irgendwas mit B. Passt, ja. B, wenn ich könnte B zusammen mit nicht B kombinieren. Und zwar, da muss ich hier aufpassen. Also, die 1 habe ich hier. Die ist okay, die ändert nichts am Wahrheitswert. Ich habe hier oben diese schöne Sache A oder nicht A, also eine Variable oder die negierte Variable ergibt 1. Genau das Ganze kann ich dann mit B machen und entsprechend hier einsetzen. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme B oder nicht B, was den Wert 1 ergibt. Und das darf ich dann entsprechend da auch nutzen an der Stelle. So, jetzt würde ich das erstmal hier lassen. Da gucken wir erstmal A und hier sehen wir schon, da müssen wir irgendwie noch ein bisschen arbeiten, weil jetzt haben wir hier A und B und hier nochmal ein Oder drin. Gucken wir uns vielleicht erstmal die andere Seite an. Da habe ich nicht B und nicht C. Mit anderen Worten, das kann ich dann auch ein bisschen verkürzt schreiben, also nicht B und nicht C. Wie kann ich da vielleicht irgendwie ein A reinkriegen auf die Seite? Warum ein A? Okay, weil ich jetzt auf der rechten Seite von meinem Oder bin, also wahrscheinlich bin ich jetzt hier. Ne, theoretisch könnte ich ja noch viel mehr Terme haben, aber bin ich jetzt hier an der Stelle? Und da brauche ich ein Oder, eine Unverknüpfung in den Klammern zwischen allen Eingangsvariablen. B und C habe ich drin, aber ich habe als Eingangsvariablen A, B und C. Also muss ich hier irgendwie irgendwas mit dem A reinkriegen in in diese Klammer. Also das Ziel ist halt hier sowas, das könnte halt irgendwie aussehen wie A, B, nicht C. Oder das ist ein nicht A, nicht B und C. Irgendwie sowas. So müssen die am Ende alle aussehen. Das heißt, hier müsste ich irgendwie noch ein A dazu kriegen in die rechte Klammer. Wie kann ich das machen? Hier gilt, ich darf von diesem Klammerterm hier nicht den Wahrheitswert verändern. Aber wir können da doch was machen. Was haben wir denn eben gemacht?
Okay, ja, der zweite Schritt war, wir haben aus einer 1 ein B gemacht, beziehungsweise aus einer 1 haben wir zwei Bs gemacht, nämlich einmal B und oder nicht B. Warum durften wir die 1 denn überhaupt ergänzen? Wegen der Rechenregel. Okay. Welche Rechenregel? Ja, das war dann die haben wir benutzt, die Rechenregel A oder nicht A gleich 1 haben wir mit B benutzt, um aus der 1 was anderes zu machen. Aber wir haben vorher erstmal was anderes gemacht, wie wir zu einer 1 kommen. Die haben wir noch gar nicht so explizit hier oben stehen. Im Endeffekt ist das gewesen, wir haben A und 1. Und ja, 1 und irgendwas ergibt immer den gleichen Wert, wie dieses irgendwas hat. Weil nur davon das Ergebnis abhängig ist. Das war das, was wir eben hatten. So, und hier können wir dann ja auch sagen, okay, ich habe hier nicht B und nicht C und ich will jetzt irgendwie was dazu kriegen. Ein und eins darf ich dann halt ergänzen zu einem so Und-Term, weil ich dann immer noch weiß, ne, eins und das hier links ergibt immer noch das hier links. So, und jetzt haben wir dann, das war eben das mit dem zweiten Schritt, haben wir gesagt, okay, dieses 1, das dürfen wir mit der Rechenregel auch hier ersetzen. 1 ist gleich, Rechenregeln gelten ja zum Glück meistens auch von rechts nach links, 1 ist gleich a oder nicht a. Das klingt nach dem, was wir hier gerade brauchen. Also ich kann hier sagen, ich habe hier a oder nicht a. Das ist natürlich alles in der großen Klammer. So, weil hier in diesem Term habe ich hier schon B und C drin, aber A fehlt mir auf jeden Fall noch. Okay, gucken wir uns das. Nochmal dann an. Nächste Zeile. Wie können wir damit weiter vorgehen oder was müssen wir machen? Wenn wir uns das hier anschauen, wir haben nicht A und B oder nicht B in Klammern. Ja, genau. Wir brauchen irgendwie noch ein C hier links. Wir könnten jetzt irgendwie hier gucken, ein C zu ergänzen. Ich glaube, es wäre schöner, hier erstmal ein bisschen mehr Überblick zu schaffen. Ein bisschen mehr Übersichtlichkeit. Und insofern sollten wir vielleicht hier tatsächlich das machen, was wir vorhin einmal angestoßen oder angedacht hatten. Hier so ein bisschen das Ganze jetzt ausklammern oder ausmultiplizieren. Also ja, anders einklammern. Also genau, ausmultiplizieren, nicht ausklammern. Wie ist das denn, wenn ich. Ja, genau. Grundsätzlich können wir da eine 1 ergänzen. Wir müssen halt dann nur aufpassen mit den Klammern des Ganzen. Weil im Endeffekt ergänze ich hier rein das Ganze und muss es dann nochmal klammern. Das ist dann ja, weil ich es auf den ganzen Term das und setze. Deswegen würde ich euch empfehlen, erstmal das hier ein wenig zu bereinigen. Also, nicht A und B oder nicht B. Was passiert denn da, wenn ich das jetzt Ganze versuche ein bisschen auszumultiplizieren.
Vielleicht erstmal, wenn ich sowas habe, ich habe irgendwas vor einer Klammer, dann habe ich so eine logische Verknüpfung. Und dann habe ich dann zwei Terme in der Klammer, die eine andere logische Verknüpfung haben. Wenn ich das jetzt ausmultipliziere, was ist dann die logische Verknüpfung auf der Hauptebene zwischen den beiden Teilergebnissen? Also, ne, ihr kennt das ja vielleicht auch aus sonst so Mathematik. Manchmal hat man da ja auch so Dinge. A mal x plus y. Ne, was passiert dann da eigentlich? Was kommt dann da irgendwie raus, wenn ich das ausmultipliziere? A mal x plus y. X plus y in Klammern in dem Fall. Genau, das wäre a mal x plus ay. Oder a mal y. Ja. Genau, wir können das dann übertragen auf das, was wir hier haben. Das, was also hier in den Klammern vorher war, so wie hier unser Plus, ist das, was die Verbindung auf der Ebene zwischen den beiden Termen ist. Also unser Oder ist jetzt die Verknüpfung hier. Und wir haben das, was hier quasi vor der Klammer stand. Hier war es ein Mal, hier ist es ein Und. Das ist dann das, womit die beiden Terme verknüpft werden. Also hier nicht A und B oder nicht A und nicht B. Das ist quasi das Ganze einfach ausmultipliziert und eigentlich relativ äquivalent halt zu dem, was wir aus der normalen Mathematik kennen. So, und weil es so schön ist, könnten wir jetzt quasi uns schon mal festhalten, diesen einen Schritt. Wir wollen das C noch ergänzen. Und da hatte ich ja auch schon gesehen, wir könnten wieder mit einem Und, können wir eine 1 ergänzen. Und dann können wir sagen, okay, C-Term, wie hier oben, C oder nicht C. Tatsächlich muss ich das Und gar nicht unbedingt schreiben. Ich darf hier auch beim Und darf ich das auch weglassen, auch hier zwischen zwei Klammern. Also schreibe dann Und, C oder nicht C. Und auch hier gilt dann halt eben wieder. Dieser Term ist hier halt gleich 1, insofern alles schön. Auf der rechten Seite habe ich jetzt natürlich noch den ganzen Kram, den ich hier rumstehen habe. Nicht B und nicht C und A oder nicht A. Auch das sollte ich irgendwie vielleicht aufräumen, auseinanderkriegen. Wie ist das denn da, wenn ich das jetzt ausmultipliziere? Was kriege ich denn da raus? Nicht B und nicht C und Klammer auf A oder nicht A. Genau. Gilt im Prinzip das Gleiche, was wir eben hier hatten. Wir haben das, was in der Klammer die Verknüpfung ist, das Oder. Das verknüpft die beiden Ergebnisterme. Das andere wird mit Und verknüpft, also nicht B, nicht C und A. Ich sortiere das schon mal ein bisschen. A, nicht B, nicht C. Und auf der anderen Seite haben wir nicht A, also nicht A, nicht B, nicht C. Das Ganze einfach ausmultipliziert. Warum sortiere ich das Ganze so ein bisschen? An sich macht das halt für die Reihenfolge keinen Unterschied und für die Wahrheitsfindung, ob ich jetzt als erstes A verknüpfe mit den anderen und verknüpfe oder als erstes nicht C. Wenn ich
mit Variablen hier arbeite und das Ganze sortiere, habe ich den Vorteil, dass ich etwas schneller vielleicht Gemeinsamkeiten erkennen kann, denn das könnte sich unter Umständen lohnen, dass man das kann. So, aber auf der linken Seite waren wir noch nicht fertig. Wir haben auf der linken Seite ja noch hier so eine offene Klammer. Wie ist denn das da jetzt, wenn ich damit weitermache? Stellen irgendwie fest, okay, ist nicht ganz so einfach wie eben, ne? Wir haben jetzt irgendwie, hier haben wir ein Oder, da haben wir ein Oder, da haben wir ein Und. Und auch hier können wir uns jetzt wieder die Frage stellen, aber kennen wir das nicht irgendwie aus der normalen Schulmathematik? Natürlich kennen wir das. Ja, wenn ich irgendwie x plus y habe, mal Gott. Z plus a, dann ist das fast das Gleiche. Genau, auch das sollten wir vielleicht mal ausmultiplizieren. Und x plus y mal z plus a, was kommt daraus? Wer erinnert sich da noch? Wie war das dann in der normalen Mathematik? Genau, man würde das quasi schrittweise durchgehen, gucken, dass man alles einmal miteinander multipliziert. Jetzt schreibe ich schon wieder Z. Ne, man würde eben sagen, x mal z plus x mal a. Dann das nächste hier, y mal z und y mal a. Ich glaube, kreuzweise multiplizieren oder sowas hieß das. Wie gesagt, aus der Standardschulmathematik. Und genauso können wir das hier auch machen, dass wir eben schrittweise da durchgehen. Und genau, was wir halt sehen, ist auch hier die Verknüpfung, die zwischen den beiden Termen hier in der Klammer ist, ne? Dieses Mal, das landet nachher dazwischen. Nee, warte, jetzt bin ich irgendwo falsch. Da, das Mal, was da, das Plus, was da in den Klammern ist, das landet zwischen den Termen. Also das heißt, wir werden irgendwie oder verknüpfte Terme haben, wenn wir das durchhaben. Das Mal, was dazwischen ist, was hier unser Und ist, das landet hier zwischen den Ganzen. Das heißt, hier werden irgendwie Uns stehen. Das sieht doch schon mal gut aus. Also, was kriege ich denn dann hier raus, wenn ich diese Klammer so versuche aufzulösen? Vielleicht mal wenigstens den ersten Term oder so. Also, ich habe hier nicht A und B. Das muss ich mit dem ersten hier rechts nehmen. Multipliziere das Ganze quasi oder verunde das. Das Und ist dazwischen. Nicht A und B und C wäre dann also mein erster Term. Und wenn ich jetzt die nächsten weiteren haben will, die sind mit dem verknüpft, was ich hier an der zweiten Stelle habe. Das ist das Oder. Wie wird es dann weitergehen? Der nächste Term. Genau, also ich kann dann jetzt hier nicht A, B und dann mache ich hier rechts weiter mit der Klammer, nicht C. Genau. Genau, ich wollte das hier nur einmal, wie gesagt, auch für den Stream wiederholen. Also dann habe ich den ersten Teil hier fertig, habe ich mit beiden hier einmal verundet.
Jetzt bin ich in der ersten Klammer, nehme den zweiten Term. Das ist nicht a, nicht b. Nicht a, nicht b. Verunde das mit dem ersten aus der zweiten Klammer. Das ist das c. Und dann, das wolltest du eben schon sagen. Genau, und dann nehme ich den zweiten Term aus der ersten Klammer mit dem zweiten Term aus der zweiten Klammer. Nicht A, nicht B, nicht C. So. Wenn ihr jetzt die Reihenfolge anders macht und sagt, ich mache erstmal erste Klammer, erste mit dem ersten der zweiten, erste Klammer, zweites mit dem ersten der zweiten Klammer und dann das andere mit jeweils dem zweiten der zweiten Klammer, auch okay. Ist dann halt eine andere Reihenfolge. Das ist wurscht. Hauptsache, das Wahrheitsergebnis ist richtig und das kommt ja durch die Gesamtverknüpfung. So, damit haben wir die ganze linke Seite aufgelöst. Sieht erstmal schon ganz gut aus, ne? Was wollten wir haben? Wir wollten irgendwie Hauptebene oder? Ja, ganz gut. Und dann das andere ist unverknüpft. Das sind die hier. Das sieht auch schon gut aus. Gut, das war die eine Seite. Oder ursprünglich eine Seite. Jetzt haben wir natürlich hier noch unsere Klammern. Tatsächlich. Ist das so, wenn wir hier das auf gleicher Ebene haben, oder des Ganzen, dürfen wir die Klammern auch wegfallen lassen? Ne, es geht hier einfach darum, ich habe hier oder das, was ich in der Klammer habe, und das ist oder das, ob ich das jetzt extra mit den Klammern schreibe, oder ob ich das so nehme, wichtig ist halt, also wenn jetzt mit den Klammern einer der beiden Wahrheitswerte wahr ist, mindestens einer der beiden, dann ist auch der Hauptwahrheitswert wahr, also die gesamte Formel. Wenn ich jetzt die Klammern wegfallen lasse, dann gilt auch hier in der langen Kette, wenn eines von diesen Odern wahr ist, dann ist der Hauptwahrheitswert wahr. Deswegen kann ich die Klammern an der Stelle weglassen. Okay. Damit haben wir. Oder, nee, damit haben wir unverknüpfte, andersrum, oder verknüpfte und-Terme, die jeweiligen Eingangsvariablen alle beinhalten. Das ist schon ziemlich gut. Wem fällt jetzt vielleicht noch eine Sache auf? Wir können kürzen, richtig. Wir haben was doppelt. Und zwar in dem Fall nicht A, nicht B, nicht C. Haben wir hier zweimal. Netterweise haben wir auch die Rechenregel hier oben stehen. A oder nicht A gleich A. Und genau das ist halt, ist ja hier dann quasi vorgekommen. Dann brauchen wir das Ganze nicht. Und insofern können wir das Ganze kürzen. Die anderen sind jeweils oder sollten jeweils einmalig sein. Sonst würden wir da eben auch noch kürzen. Das heißt, unser Endergebnis ist nicht A und B und C oder nicht A, B, nicht C oder nicht A, nicht B, C oder nicht A, nicht B, nicht C oder A, nicht B, nicht C. Und das ist unsere kanonische DNF. Ja, genau. Was haben wir also mitgenommen? Wichtig ist halt eben, dass wir haben hier ge gesehen, wie können wir eigentlich ohne Veränderung des Wahrheitswertes weitere Variablen hinzufügen. Wie funktioniert das mit dem Ausmultiplizieren? Wie funktioniert das quasi mit so kreuzweisen Ausmultiplizieren? Und kürzen sollten wir nicht vergessen am Ende. Damit kriege ich dir dann auch eine DNF hin, da bin ich mir sicher. Und insofern gucken wir uns das Ganze jetzt einmal mit einer KNF an.
Ich räume mal kurz hier so ein bisschen auf, dass wir Platz haben. Vielleicht die Rechenregeln noch behalten. Das kann nicht unbedingt schaden. So. Also, KNF. Ich hatte vorhin schon gesagt, wie eine KNF aussieht. Ist im Prinzip umgedreht zur DNF. Also wir wollen Terme haben, die bestehen aus irgendwas und irgendwas. Nein, was sage ich denn hier? Irgendwas oder irgendwas. Oder irgendwas. Und irgendwas oder irgendwas oder irgendwas. Also auf unserer Hauptebene haben wir also und stehen und in den Klammern haben wir eine Oder-Verknüpfung von unseren Eingangstermen, also in dem Fall bei uns A, B und C. Wir fangen genau bei dem gleichen an. Wir haben nicht A oder nicht B und nicht C. Und was können wir machen? Wir müssen auch hier auf jeden Fall, ja, irgendwo müssen wir Variablen ergänzen. Wir müssen irgendwie aber auch gucken, dass wir auf der Hauptebene dieses und hinkriegen. Ja, ausmultiplizieren. Genau, ausmultiplizieren in Anführungsstrichen. Kein Multiplizieren in dem Fall, aber richtig. Also, wir können uns das Ganze angucken und können halt da mal vorgehen. Wie würde das denn dann lauten, wenn ich das hier verknüpfe? Das ist nicht A oder nicht B und nicht C. Die Klammer da wegmachen will. Was wäre der erste Term? Genau, ich nehme das, was vor der Klammer ist, oder und verknüpfe das hier mit dem Rechensymbol, mit dem ersten, was in der Klammer ist. Das ist das nicht B, also hätte ich nicht A oder nicht B. Wie geht es dann weiter? Genau. Ich würde dann eben noch das Nicht-A mit dem Nicht-C verknüpfen. Das ist ja auch die Oder-Verknüpfung. Und dann darf ich nicht vergessen, dass hier in die Mitte das Und kommt. Und da ein Und stärker bindet als ein Oder, muss ich, damit ich hier nichts falsch mache, einfach Klammern setzen. Ne? Sonst würde das nämlich heißen Nicht-A oder quasi in Klammern Nicht-B und Nicht-A, Klammer zu. Oder nicht C. Insofern Klammer setzen ist sowieso für die Eindeutigkeit immer besser als nicht setzen. Naja, wenn ich nehmen wir wieder das Beispiel aus der Schulmathematik. Wenn ich sage 2 plus 3 mal 4 plus 2, dann können wir uns jetzt darüber streiten, was das Ergebnis ist. Wenn ich das Ganze als eine gesamte Rechnung nehme, dann würde ja zuerst, müsste ich zuerst das hier rechnen. 3 mal 4. Und dann diese Addition durchführen. Wenn ich aber will, dass ich 2 plus 3 erstmal rechne und 4 plus 2, bevor ich multipliziere, dann muss ich Klammern setzen. Und das ist im Prinzip das Äquivalent dazu. Und wenn ich die Klammer nicht setze, dann würde ich halt erst nicht B und nicht A als Wahrheitswert rechnen, bevor ich das mit den anderen beiden verknüpfe. Und damit könnte es unter Umständen falsch sein. Okay, ich habe ausmultipliziert. Was mache ich dann jetzt weiter? Also
können es ja erstmal mal gucken wir erstmal, wie sieht es aus mit dem, was wo wollen wir hin? Oder auf und auf Hauptebene, das sieht gut aus. Oder Verknüpfungen dann links und rechts davon. Das sieht im Moment auch noch gut aus. Alle drei Eingangsvariablen. A, B, noch nicht so ganz. Also fehlt mir da irgendwie was. Jetzt muss ich also irgendwie schauen, wie ich die weiteren Eingangsvariablen dazu kriege und dann schauen, was das für mich bedeutet. Wie kriege ich jetzt hier eine weitere Variable dazu? Könnte man wieder. Ja, Vorschlag ist hier eine 1 einzusetzen. Ich will ja was ergänzen zu dem, im Prinzip zu dem Term hier, ne? Nicht A oder nicht B. Wenn ich ein Oder brauche, was, also, ich will jetzt mit Oder irgendwas ergänzen, was dafür sorgt, dass ich auf jeden Fall immer trotzdem weiterhin nur abhängig bin von dem Wahrheitswert von den beiden hier links. Also wenn ich was ergänze, dann darf ich da nichts haben, was meinen Wahrheitswert ändert. Gucken wir mal, wenn ich eine 1 ergänzen würde, würde es bedeuten, es ist eigentlich egal, was hier links steht, weil es ja oder ist oder irgendwas oder 1 ist immer 1. Ist also schlecht. Eine 1 darf ich da nicht ergänzen. 0 wäre das andere, der Vorschlag hier. Also, irgendwas oder 0 ist so lange 0, solange das irgendwas nicht wahr ist. Das ist genau das, was wir hier brauchen, richtig? Irgendwas oder irgendwas oder 0, also nicht A oder nicht B oder 0, dürfen wir ergänzen. Und ja, was können wir statt 0 schreiben? Genau, 0 ist ja das gleiche wie die Variable und die Variable mit sich negiert. Und insofern könnte ich hier, ich brauche ja C, kann ich sagen C und nicht C, denn das Ganze hat den Wahrheitswert 0. Damit habe ich dann entsprechend das hier auch ergänzt. Auf der anderen Seite, was muss ich hier ergänzen? Ich habe hier nicht A oder nicht C. Was fehlt mir hier noch? Genau, hier fehlt mir das B und da kann ich halt auch sagen, mit oder einem Term, der den Wert 0 hat, auf B bezogen ist B und nicht B, ist immer falsch, hat immer den Wert 0. Darf ich das also so ergänzen? Und ich gehe weiter. Was muss ich jetzt noch machen? Genau, ich habe hier noch diese Unverknüpfung der Cs und der Bs und auch hier heißt es dann wieder ausmultiplizieren. Das ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, weil man das Und da auch nicht so sieht. Aber ich will ja jedes Und in diesen Klammern wegkriegen, auf diesen Zwischenebenen. Es soll nur auf der Hauptebene ein Und sein. Also würde ich das Ganze nochmal ausmultiplizieren. Ja, äquivalent so ein bisschen zu dem, was wir vorhin hatten. Wir können halt auch sagen, ohne was an Wahrheitswerten zu verändern, es ist ja egal, ob der linke Teil hier wahr ist oder der rechte Teil. Ich deute das nur kurz an, ich nehme die Klammern gleich mal wieder weg, weil die so ein bisschen hässlich aussehen. Linke Teil oder der rechte Teil. Sobald einer von denen wahr ist, ist der Rest auch wahr. Und jetzt kommt uns das fast so ein bisschen wieder bekannt vor. Ah, wir haben
hier einen Term, zwei Variablen mit einem Wert verknüpft. Rechts haben wir zwei Variablen mit was verknüpft. Ne, auch das ist irgendwie quasi so wieder so ein bisschen so kreuzweise das Ganze ausmultiplizieren. Was kommt denn dabei jetzt raus, wenn ich dieses Ausmultiplizieren mache? Also wenn ich hier dieses C und nicht C irgendwie mit dem anderen verknüpfen will, hier links. Ja, also im Endeffekt habe ich hier ein nicht B oder C und ein nicht B oder nicht C. Ich hatte eben deswegen gerade so darauf hingewiesen, dass ich an den Wahrheitswerten ja nichts ändere, wenn ich da links das so zusammen habe. Insofern darf ich das mit dem nicht A direkt damit schon reinsetzen. Und ich habe quasi nicht, hoppala, natürlich nicht so, nicht A oder nicht B, was ich mit C veroder. Klammer nicht vergesse. Oder, das ist jetzt ein bisschen eng. Oder nicht A oder nicht B oder nicht C. Klammer zu. Und dann habe ich hier die rechte Seite, da mache ich das gleiche auch. Ich habe also nicht A oder nicht C mit dem B dazu. Ich sortiere mal ein bisschen oder B oder nicht C. Und natürlich auch nochmal den zweiten Term, der dazu gehört. Nicht A oder nicht B oder nicht C. Gut, was halten wir von dem Ergebnis? Genau, richtig erkannt. Ein bisschen schwierig zu sehen, weil es jetzt so ungebrochen ist, aber dieser Term und der letzte Term sind das gleiche. Es ist beide Male nicht A oder nicht B oder nicht C. Wir haben also zwei Terme, die unverknüpft sind, die das gleiche sind. Ja, und auch da gilt, wir dürfen es dann entsprechend verkürzen. Ein Term mit sich selber und wann kann der jeweils wahr sein? Gut, wann A und A ist halt irgendwie dann wahr, wenn A wahr ist. Ne? Und ist halt falsch, wenn A falsch ist. Also, das heißt, es reicht, wenn wir den einmal drin haben. Das heißt, unser Endergebnis ist nicht A oder nicht B oder C. Klammer zu und nicht A oder nicht B oder nicht C. Und nicht A oder B oder nicht C. Und damit haben wir auch gekürzt das Ganze. Wir prüfen nochmal. Also, und auf Hauptebene haben wir erfüllt. Oder Verknüpfung der Terme haben wir auch erfüllt. Und wir haben alle Eingangsvariablen drin. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Jeweils halt negiert oder nicht negiert. Sieht alles gut aus. Ja, damit haben wir dann die KNF.
Was ist hier also das Spannende? Die Verknüpfung mit dem, also ausmultiplizieren und sowas, das hatten wir eben schon. Wir müssen halt gucken, dass wir hier eben was anderes auf Hauptebene haben und wir dürfen hier mit diesem Trick durch 0 irgendwas oder 0 ist immer noch als Wahrheitswert das irgendwas. Insofern können wir damit dann uns auch Variablen ergänzen. Das ist das, was wir hieraus vor allem mitnehmen. Für beides, DNF und KNF, gilt natürlich, dass man manche von den Sachen, von den Berechnungen auch vielleicht nochmal wiederholen muss. Also vielleicht muss man mehrfach irgendwie ausmultiplizieren oder ausklammern oder irgendwas noch ergänzen. Die Schritte können ja auch ein bisschen nacheinander dann sein. Ich habe euch jetzt natürlich ein bisschen gestoßen, in welche Richtung wir anfangen. Grundsätzlich aber nicht so viel Angst haben. Es kann auch sein, dass ihr in der anderen Richtung anfangt. Also das hatten wir ja eben bei der DNF. Ne, da war eben die Frage, was ist, können wir erst ausmultiplizieren oder die Klammern auflösen. Wäre auch gegangen, wäre halt länger geworden, wäre halt auch irgendwann hoffentlich richtig am Ende geendet. Genau, meistens hilft es halt deswegen so ein bisschen der Hinweis zu gucken, was ist eigentlich das, wo will ich hin, was ist mein, ja, was ist das, was ich auf der Hauptebene brauche, dass ich nicht unbedingt mit zu viel Arbeit mache. Aber ansonsten sind halt wirklich die wichtigen Sachen, die Kniffe, wenn man so will. Was ergänzt, wie kann ich was ergänzen bei der DNF und wie kann ich was ergänzen bei der KNF durch dieses gleich 1 und gleich 0. Okay, und da uns das dann noch nicht so ganz reicht mit Form, Normalform schön und gut. Als letztes haben wir noch die Riemann-Mallard-Form. Auch da können wir das Gleiche machen. Da müssen wir uns aber auch nochmal angucken, wie sind eigentlich die Rechenregeln für die Riemann-Mallard-Form. Und wie ist die überhaupt aufgebaut? Das sieht ja ein wenig anders aus als das, was wir hier raus so kennen. So, was ist denn bei der Riemann-Mallard-Form überhaupt erlaubt an Verknüpfung zwischen verschiedenen Termen? Okay, ja, nicht so. Das ist das mit der Generierung. Ich will es etwas vereinfachter erstmal hier haben. Also es gibt was, das nennt sich XOR. Das ist dieses Plus im Kreis. Das dürfen wir nutzen für die Riemann-Mallard-Form. Wir dürfen das AND nutzen als Verknüpfung. Und die logische 1. Also die dann eher nicht als Verknüpfung, aber quasi statt eines Terms. Das sind die drei Sachen, die wir also außer unseren Eingangsvariablen nutzen dürfen. Ansonsten ist es so, dass eine Riemann-Mallard-Form, das war jetzt eben so ein bisschen angeklungen am Rande, es gibt da halt ja diesen auch rekursiven Aufbau. Und die Basisfunktionen, die man dann eben da zusammenkriegt, die sehen dann halt irgendwie aus: Ich habe 1, ich habe A, ich habe B, ich habe C. Ist jetzt nicht unbedingt so die richtige Reihenfolge, also nicht die Reihenfolge, wie sie dann entsteht beim Aufbau, aber. Die Verknüpfung aller meiner Eingangsvariablen. Hab A, B, ich habe A, C, B, C, das wären alles für 2. Und dann hätte ich noch irgendwie für 3, habe ich hier irgendwie A, B, C. Das sind die Unverknüpfungen, die ich da irgendwie haben kann.
Und das ist quasi das, auf die Ebene muss ich runter, dass ich nur noch die habe, auch nach Möglichkeit immer nur noch einzeln, also keine Klammer noch irgendwie drumrum. Und die ganzen, die sind jeweils dem Fall verknüpft mit einem XOR. Ne, wir hatten eben, hatten wir Unverknüpfung oder Verknüpfung. Hier ist es so, auf der Hauptebene ist das ganze XOR verknüpft. Auch hier gibt es natürlich Rechenregeln oder so ein bisschen Umformungsregeln, die uns das Ganze ein bisschen einfacher machen. Kennt jemand Umformungsregeln für die Riemann-Mallard-Form? Okay, ja, ich kann die, wie es so schön heißt, die Negation kann ich ersetzen. Und zwar, wenn ich nicht A habe, dann darf ich das ersetzen durch A XOR. Okay. Müssen wir mal kurz warten, bis ich mir meine Bildschirmfreigabe wieder schnappen darf. So, und da sind wir wieder. Genau, also nicht A kann ich auch ersetzen durch AXOR1. Ergibt das Sinn? Gucken wir uns das einmal an. Was bedeutet das eigentlich? Also, wenn A den Wert 0 hat, A0XOR1 ergibt den Wert 1, also das Gegenteil von 0, Gegenteil von A. Wenn A den Wert 1 hat, ergibt es 1XOR1 ergibt 0, also das Gegenteil von 1, zum Gegenteil von dem, was Wert A hat. Okay, das sieht doch gut aus. Also nicht A ist das gleiche wie AXOR1. Und das zweite ist, genau, ich kann für die Disjunktion kann ich da was ersetzen. Disjunktion ist das A oder B. Das darf ich ersetzen durch A XOR B XOR A B. Auch das ergibt natürlich Sinn. Also A oder B ist ja dann wahr, wenn entweder A wahr ist oder B ist wahr oder beide sind wahr. Das ist einfach nur das Ganze einmal umgeformt mit einem etwas hässlichen XOR hier. Und genau das Dritte, was es da noch gibt, das ist keine feste Regel, aber man sagt halt, das sollte man irgendwie ausnutzen, dass das gilt. Das ist das AXOR-A. Denn A, XOR A oder irgendwas, XOR mit sich selber, hat logischerweise das Ergebnis 0. Warum hat das 0? Naja, XOR heißt ja, dass nur eine der beiden, Gott, ich schreibe jetzt mal D, sonst verwechselt man das mit dem A, mit der 0 da. Also irgendwas, XOR irgendwas. XOR heißt ja nur, eine der beiden Seiten darf exklusiv wahr sein, damit ich überhaupt eine 1 rauskriegen kann. Wenn ich jetzt auf beiden Seiten das gleiche als Variable habe, naja, wenn links wahr ist, ist rechts auch wahr. Das ist doof, das ist nicht unterschiedlich. Wenn rechts falsch ist, ist links auch falsch, auch nicht unterschiedlich. Also insofern ist da immer der Wert 0. Gut.
Dann versuchen wir das einmal alles zu nutzen, um uns die RMF zu schreiben. Also wir fangen an mit nicht arm oder nicht B und nicht C. Und ja, was können wir da machen? Was wären so Vorschläge von euch? Wir wollen am Ende in irgendwie so XOR-verknüpfte Form wie hier unten kommen. Was können wir da so machen? Okay, wir könnten nicht A ersetzen. Das klingt gar nicht so verkehrt. Nicht A stört uns, ist eine Negation. Nicht A wird zu A XOR 1. Und dann weiteres. Machen wir mit dem Rest auch schon was? Genau, also wir können auch hier die Negation einfach bei allen schon mal ersetzen. Dann sind wir sie zumindest los und haben keine Negation mehr. Das führt natürlich zu einer etwas größeren Klammer. Nicht B wird zu BXOR1. Die Oder-Verknüpfung, die Unverknüpfung bleibt. Und wir haben nochmal C, das wird zu CXOR1. Okay, Negation schon mal weg. Das ist erstmal gut. Dann stören die uns schon mal nicht mehr. Was können wir dann im nächsten Schritt machen? Die. Ja, überlegt ihr, welche Verknüpfung wollt ihr ersetzen? Die Oder-Verknüpfung, ja. Okay, wir haben hier so ein Oder. Wir wissen auch, Oder ist uns nicht erlaubt, aber wir haben eine Möglichkeit, wie wir es ersetzen können. Das heißt, wir können gucken. Jetzt wird es ein wenig lustig. Was bedeutet das für uns? Wir gucken. Oder-Verknüpfung. A oder B ist A. Unser A ist AXO1 hier gerade. Das heißt, wir haben AXO1. Gucken weiter. Oder B. Also A oder B. AXO B. B ist das zweite. B ist dieser ganze Term dahinter. Also XOR verknüpfen. Und den ganzen langen Term mit B, XOR 1 und CXOR 1. Haben wir das B hier abgefrühstückt, gehen weiter. XOR. Immer noch nicht ganz fertig. Aber wobei, schaffe ich das noch in der Zeile? Vielleicht schaffe ich es sogar noch in der Zeile. XOR A und B. Okay, A und B müssen wir jetzt nochmal aufschreiben. Das war A. Das ist AXOR 1. Und das B, B war die obere Zeile hier. Jetzt wird es doch ein bisschen enger, als ich dachte.
Potenziell ist da noch eine zweite Klammer. Okay, jetzt haben wir eine ganze lange Kette. Aber auf jeden Fall die Disjunktion schon mal das Oder weggekriegt. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was bedeutet das für uns jetzt eigentlich? Was haben wir hier? Was ist das Ganze eigentlich? So, wir können auch gucken, wo können wir gegebenenfalls Klammern weglassen? Okay. Warte. Also, das war quasi das A. Das hier ist das B. A, B. Ne? Das war ja diese große Klammer hier. Oder hier ist das A und das B. Also wir haben schon alles, was wir brauchen. Okay, und jetzt setze ich das A und B lieber in Anführungsstrichen, weil das ist ja nur, dass wir das zuordnen können. Okay, wir können uns das jetzt einmal anschauen, was das eigentlich schrittweise heißt. Wir haben hier vorne A, XOR 1 und XOR auf der obersten Ebene. Das ist wieder so einer der Fälle, wo wir tatsächlich einfach die Klammern fallen lassen können. Also A, XOR, irgendwas, XOR, das hat immer den gleichen Wert. Das heißt, da dürfen wir auf die oberste Ebene gehen. Jetzt wird spannend. Unser eben B in Anführungsstrichen, dieses lange etwas. Da müssen wir irgendwie noch ein bisschen was mitmachen. Denn hier haben wir irgendwie noch so. Ja, irgend so noch so ein Und dazwischen, was uns auf der Ebene ein wenig stört. Denn wir erinnern uns daran, dass wir auf der obersten Ebene, also nur auf der obersten Ebene, das XOR wollen. Und wenn wir irgendwas wie ein Und haben, was erlaubt ist, dann muss das auf jeden Fall tiefer sein von der Ebene als das XOR. Das heißt, hier müssen wir irgendwie nochmal gucken, was kommt da eigentlich raus, wenn wir da im Endeffekt auch wieder so eine Art Multiplizierung machen. Kann mir jemand sagen, was da als Term rauskommt aus dieser Klammer hier, dieses B in Anführungsstrichen? Ja, genau. Genau richtig. Wir gehen also durch. Wir haben B und C. Können wir als BC schreiben. XOR, weil das die Verknüpfung dazwischen ist. XOR. B mit der 1 hier hinten verknüpfen. Und das Ganze machen wir mit der 1 vorne auch nochmal. Da haben wir 1 und C. Und wir haben 1 XOR 1. Nicht 1 ist XOR 1. Wir haben 1, 1 und 1. Aber das mit dem XOR angehängt. So, soweit gut an der Stelle. Dann müssen wir jetzt noch mal gucken. Wir haben das A in Anführungsstrichen, wir haben das B in Anführungsstrichen. Das ist alles soweit schön und hübsch. Und dann kommt jetzt das XOR und dann haben wir hier hinten noch so eine ganz hässliche Klammer. Was machen wir denn damit jetzt? Wie gehen wir da am besten vor? Was meint ihr?
Genau, also genau richtig. Sinnvoll ist, dass wir uns hier mit dieser quasi B-Komponente aus dem Ganzen beschäftigen. Schön ist ja eigentlich, dass wir das eben auch schon einmal berechnet haben. Also wir behalten erstmal nochmal das AXOR1. Damit machen wir noch nichts. Wir haben noch das Und. Jetzt kommt diese Klammer, die hier irgendwie das B war. Und das ist halt das gleiche wie das B hier vorne schon oder diese B-Komponente vorne. Das heißt, es ist BC XOR B1 XOR 1 C XOR 1 1. Und dann können wir quasi damit weiterrechnen. Die oberste Zeile, gut, die bleibt quasi. Wir hatten A XOR 1 XOR BC XOR B1. Dann kommt dann noch die 1 C dazu und die 1 1. Und jetzt sind wir hier an diesem XOR. Und was sehen wir hier? Wir haben hier jetzt noch das und das ist so das Letzte, was wir hier irgendwie auch noch ein bisschen auflösen müssen aus dem Ganzen. Wie sieht das da aus, wenn wir weiter gucken? Was kommt da jetzt raus? Ich habe hier auch wieder vorne was. Ich habe hier hinten ein bisschen mehr. Okay, genau. Wir würden jetzt also durchgehen hier mit dem A anfangen, A und B und C. Dann kommt XOR mit dem nächsten, also A, XOR, nee, nicht A, XOR, A und B und 1. A, 1 und C. Und A, 1 und 1. Also nicht und, sondern XOR A1 und 1. Meine XOR werden mit der Zeit immer schlechter. Okay, das war die A-Komponente. Habe ich eben jetzt hier unten hingezeichnet. Naja, hier oben sind die gleichen. Und wir machen das Ganze weiter mit der 1-Komponente. Da haben wir 1bc. Wir haben 1b1. Und wir haben, was ist 1b1? 1, 1c. So wie 1, 1, 1. Okay, das ist schon mal ganz schön, weil wir jetzt auf den oberen Ebenen eigentlich nur noch XOR haben. Wir haben zwar noch oder, nee, nicht oder, wir haben noch Unverknüpfungen, aber die sind die Ebene tiefer. Ja, was ist so ein bisschen vielleicht noch schwierig oder schlecht gerade? Das ist dann auch so, dass das XOR hier halt eben noch stärker bindet als das Und.
Genau, wer erkennt, was so ein bisschen noch das Problem ist? Warum sind wir noch nicht fertig? Richtig, genau. Also das, was irgendwie mehrfach da ist, eins und eins und eins ist irgendwie, ja, eins. Das reicht dann auch einmal da drin. Das brauchen wir nicht mehrfach. Genau, und irgendwie, deswegen sehen hier auch so ein paar Terme noch irgendwie ganz merkwürdig aus. Wir müssen auf diese Basisterme runterkommen oder auf die Basisfunktion. Und insofern. Gut, das war jetzt gerade tatsächlich der falsche Button. Wenn mein System gleich wieder reagiert, kann sich nur einen kurzen Moment handeln. Dann würde ich jetzt einfach nochmal sorgen, dass wir dafür sorgen, dass wir ganz unten nochmal Platz haben. So. Nicht neu. So, einmal gucken, dass wir hier unten dann gleich nochmal unser Ergebnis reinschreiben können. Gut, wir gehen also nochmal durch. Und ja, ist das alles? Also wir haben, wir können irgendwie sagen, sowas, wo wir mehrfach haben, ist es eigentlich. Ist das halt, ja, A und eins ist eigentlich dasselbe wie A1. Und eins ist das gleiche wie eins. Wir können noch was sagen. Es gibt noch etwas, was wir uns da gleich kürzer machen können. Was gilt denn auch noch? Genau, also vom Ergebnis richtig, von der Beschreibung ein bisschen anders. Also da, wo wir quasi unsere Eingangswerte unverknüpft haben mit einer 1, da dürfen wir quasi die 1 dann auch wegfallen lassen. Also AB1 ist halt auch A irgendwas und 1 hängt halt nur von dem irgendwas ab. Also von dem AB, da können wir die 1 wegfallen lassen. Da, wo die 1 alleine ist, also zum Beispiel halt hier eben 1, 1, 1, da muss sie natürlich noch stehen bleiben, dann aber als einzelne 1. Gut, sonst fangen wir damit vielleicht einmal an. Okay, wir haben A XOR 1, XOR BC. XOR B1, na, das bin wir haben es eben gesagt, B1 wird zu B, also XOR B, XOR C, XOR 1, bin ich hier oben, ne, 1, 1 zu 1, XOR, gut, das habe ich eben alles noch in der Klammer geschrieben, aber hier gilt eben auch, das ist auf oberster Ebene ein XOR und hat damit die gleichen Ergebniswerte, wie wenn ich die Klammern weglasse. Also fange ich an mit ABC, XOR AB, XOR AC. A1, 1 wird zu A. Eins BC wird zu BC. Eins B1 wird zu B. Eins eins C wird zu C. Und eins 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 wird nochmal zu 1. Sind wir damit fertig? Genau, wir haben noch einige Sachen doppelt.
Richtig, wir brauchen nicht zweimal eine 1 rein haben. Wir haben sogar nicht nur zweimal eine 1, wir haben dreimal eine 1. Was machen wir damit? Achtung, wir reden nicht von einem Oder, wir reden von einem Exklusiv-Oder. Was hatten wir vorhin bei den Prüfbits? Da hatten wir das ja auch mit dem X-Ohr so ein bisschen. Was ist, wenn, also wann, wie viel Einsen brauchen wir, damit am Ende eine Eins wieder noch stehen bleibt? Oder bei wie viel Einsen lassen wir die Einsen komplett weg? Okay, genau, also dieses alle eine 1 war vorhin, da hatten wir dreimal eine 1. Genau, und was du eben dann gesagt hattest, dieses Ungerade ist halt das Relevante. Also, wenn ich eine gerade Anzahl habe von Termen, also einen Term eine gerade Anzahl mal habe, dann fällt er weg, weil ich dann eben dieses habe mit, es kann nicht gleichzeitig sein und nicht sein. Habe ich es eine ungerade Anzahl mal, also dreimal, fünfmal, siebenmal, dann bleibt er einmal stehen. Habe ich eine gerade Anzahl, zweimal, viermal, sechsmal, dann fällt er weg. Also heißt für unsere 1, dass die 1, 2, 3 da bleiben würde einmal. Das heißt, die haben wir durch. Was haben wir noch? Wir haben hier A, was machen wir damit? Hinschreiben oder weglassen? Hm? Genau, also wenn wir quasi A, X, OR, A haben, dann würde das 0 ergeben und irgendwas X, OR, 0. Also beispielsweise E, X, OR, 0. Wann kann das den Wert 1 ergeben? Naja, kann halt nur den Wert 1 ergeben, wenn E den Wert 1 hat. Und insofern hängt bei E, X oder 0 der Wahrheitswert nur von E ab. Das heißt, wenn ich hier irgendwo ein X oder 0 schreiben würde, kann ich das halt gleich auch weglassen, weil das brauche ich an der Stelle dann nicht mehr. Das heißt, aufgrund dessen, dass ich das zweimal habe oder eine gerade Anzahl mal, fällt das A weg. Das schreibe ich also nicht. Gut, was haben wir noch? BC. Was mache ich mit BC? Richtig, fällt auch weg. Habe ich hier hinten nämlich auch nochmal. Achso, das A habe ich hier gar nicht, das ist auch weg. Jetzt habe ich ABC. Sorry. Da hinten habe ich es doch markiert. Danke. Gut, also BC fällt weg. Nächste ist das B. Was mache ich mit dem B? Das kommt auch weg. Genau, das ist da hinten nochmal. Dann habe ich hier C. Kommt auch weg, genau. Das ist hier hinten nochmal. Dann gucken wir weiter. A, B, C. Das bleibt. Okay, genau. Das habe ich nur einmal. Gut, das ist erledigt. Dann habe ich noch A, B. Und
Genau, AB und AC, AB XOR AC sind noch die beiden, die hier noch sind. Die bleiben beide, die sind jeweils nur einmal. Das heißt, ich ergänze XOR AB XOR AC. Und damit ist meine Reed-Muller-Form am Ende 1 XOR ABC XOR AB XOR AC. Sieht schon etwas freundlicher aus als die Zeile davor. Genau, auf der obersten Ebene, also das XOR, darunter sind das dann jeweils eben diese Basisterme. Nicht alle und nicht in allen ist immer alles an Eingangstermen vorhanden. Das ist halt der Unterschied zur DNF und KNF. Ja, wie kann man am besten vorgehen? Naja, so wie wir es gemacht haben, ist eigentlich ganz gut, wenn man eine Negation über nur so einzelne Werte hat, die als erstes dann einmal loszuwerden. Sich dann um die Disjunktionen zu kümmern, das Ganze dann so lange die Klammern aufzulösen, miteinander zu multiplizieren, bis man am Ende dann hoffentlich das richtige Ergebnis hat. Ja, warum gibt es drei verschiedene? Das ist eine gute Frage, die ich dir so jetzt auch nicht beantworten kann an der Stelle. Das wäre dann eher eine Frage, die könnt ihr dann eher dann nochmal Herrn Meder zurückgeben. Vielleicht stand es auch irgendwo, vielleicht steht es auch irgendwo in sein, dem, was er von der Vorlesung gesagt hat, ich weiß nicht. Genau, grundsätzlich ist halt die Idee mit KNF und DNF etwas anschaulicher, weil man da halt sagt, dass man das zur Schaltungsminimierung benutzt. Und je nachdem, wie das Ganze aussieht, und ich gucke schon wieder auf die Uhrzeit und kriege das Grausen, die letzte Aufgabe ist ja quasi das, was wir machen. Wir haben eine Schaltfunktion. Und je nachdem, wie die Ergebnisse sind, kann man sich halt überlegen, ob es klüger ist, mit KNF zu minimieren oder mit der DNF zu minimieren. Genau, die Anmerkung hier, der Rechenweg fordert Folgefehler aber auch wirklich raus. Man muss wirklich bei der RMF, aber eigentlich auch bei den anderen beiden, gucken, dass man sauber arbeitet, Schritt für Schritt in Ruhe durchgeht. Und versucht irgendwie einen Überblick zu behalten. Also insofern, ja, macht es in Ruhe und geht Schritt für Schritt durch. Dann löst sich hoffentlich das meiste auch relativ schnell in Wohlgefallen auf. Wichtig sind halt eben diese Rechenregeln dazu. Und ansonsten keine Panik an der Stelle. Gut. Das war, glaube ich, auch alles an 7.2. Dann, gucken wir mal weiter zu 7.3. Und mein Rechner mag mich heute schon mal wieder nicht. Das ist doch auch schön. Du sollst das da einmal reinnehmen. So. Ich habe eine Tabelle, Funktionstabelle mitgebracht. Die ist hoffentlich nicht die gleiche wie in der Aufgabe. Nein, Glück gehabt. Ich habe nicht aus Versehen die gleichen Werte gewählt. Ja, ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs erkennen. Wie ist so eine Funktionstabelle aufgebaut? Ich habe die Eingangsvariablen tatsächlich häufig von dem höchsten Wert angeordnet. Das hat sich halt irgendwie so ergeben. Passt dann auch zu den KV-Diagrammbeschriftungen. Ich fange an mit dem x3, x2, x1, x0. Und ich habe dann das Ergebnis meiner Funktion. Ich habe es jetzt hier a genannt, kann auch f genannt sein. Und das Ganze soll jetzt im Rahmen der Aufgabe in KV-Diagramme übertragen werden und daraus sollen dann die konjunktive und disjunktive Minimalform kommen. Ich vermute, ich kann es leider nur vermuten, ich weiß es nicht ganz sicher, dass wir so ein bisschen mehr auf die Hintergründe,
wie komme ich eigentlich zu einer Funktionstabelle dieser Art? Wie kommt das eigentlich, dass wir da im nächsten Jahr hoffentlich nochmal dann eine Aufgabe zu haben? Insofern nur ganz kurz sei gesagt, man kann halt was haben, eine Beschreibung von etwas, beispielsweise eine Lichtsignalanlage, wo es dann vier Eingangswerte gibt, keine Ahnung, vier Buzzer oder so. Und je nachdem, welche der Buzzer gedrückt werden, 1, 2, 3 oder 4 oder alle, oder genau hier alle gedrückt, oder hier die Buzzer 1 und 2, sagt man halt, leuchtet dann vielleicht irgendwie eine Lampe am Ausgang. Man kann auch solche Sachen machen mit einer, keine Ahnung, eine Fahrstuhlsteuerung, dass man halt sagt, eine Fahrstuhlsteuerung hat. Was wäre hier ein Beispiel? Meinetwegen vier Stockwerke. Es gibt in jedem der Stockwerke einen Knopf. Das wären dann die Eingangssignale X0, X1, X2, X3. Und das Ausgangssignal wäre dann 0 oder 1. Bei 0 fährt er hoch, bei ein Stockwerk, und bei 1 fährt er ein Stockwerk runter. Um nur mal irgendwie so ein paar Beispiele zu machen, die jetzt nicht unbedingt ganz hundertprozentig passen. So würde man dann jedenfalls durchgehen und sagen, okay, wenn ich dann diesen und jenen Eingangssignal belegt habe, was will ich eigentlich als Ausgang haben, und definiere mir dann eben meine Tabelle daraus. So, und dann sage ich aber, naja gut, das jetzt alles groß in eine Schaltung zu gießen, das könnte kompliziert sein, wenn ich dann für jeden Fall das einzelne eine einzelne Leitung lege. Insofern versuche ich, die Funktion dahinter möglichst kurz aufzuschreiben. Die mathematische Funktion, und das kann ich wiederum jetzt mit Hilfe von einem KV-Diagramm machen. Genau, wie sieht so ein KV-Diagramm aus? Ihr erinnert euch vielleicht, dass es da irgendwie so mehrere Felder gab. Also wir haben vier Eingangsvariablen. Bei vier Eingangsvariablen ist das ein 4x4-Feld. Und ich mal natürlich 4x3. Gut. Den Fehler mache ich irgendwie immer und ich kriege das nicht weg. Sorry. So, also 4x4-Feld. Und dieses 4x4-Feld hat natürlich auch Beschriftungen da dran. Da stehen also Dinge wie 00, 01, 11 und 10. Einmal an den Spalten und einmal an den Zeilen. Und schlussendlich gibt es dann auch noch die Beschriftung dazu, was eigentlich zu den Zeilen gehört und was zu den Spalten gehört. Und diese Beschriftung liest sich aus den Eingangsvariablen. Also ich würde hier sagen, ich habe hier x3, x2. Und ich habe x1 und x0. Wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen meiner Spaltenbeschriftung und den Zahlen, die ich hier an die Zeilen und Spalten geschrieben habe? Genau, also im Endeffekt ist das eine andere, ja, im Endeffekt ist das eine Hilfe, wie ich mit jedem Feld dem eine Zeile hier aus meiner Tabelle zuordnen kann. Also wenn ich, nehmen wir mal ein etwas spannenderes Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, ich nehme dieses Feld hier, zweite von links, zweite von oben, dann ist das da, wo x3 den Wert 0 hat, das ist das erste, und x2 den Wert 1 hat. Und gleichzeitig hier oben x1 hat den Wert 0
Und x0 hat den Wert 1. Das heißt, ich gucke bei x3, x2, x1, x0, also 0, 1, 0, 1. Was ist da in meiner Tabelle? 0, 1, 0, 1. Das ist diese Zeile hier. Und mein A, meine Ausgabe ist 1. Und das ist das Ergebnis. Das Ergebnis der Ausgabe trage ich dann an der Stelle ein in das KV-Diagramm. Wir können mal ein paar Beispiele durchgehen, um zu schauen, dass ihr das auch verstanden habt. Wir können mal gucken. Na gut, machen wir erstmal was Einfaches. Was schreibe ich hier oben links in das erste Feld rein? Da kommt eine 0 rein. Genau, das ist 0, 0, 0, 0. Ausgabewert 0. Und weil es so schön ist, nehmen wir mal das hier. Zweite Zeile, letzte Spalte. Was für ein Wert kommt hier jetzt rein? Da kommt eine 1 rein, genau, denn das ist 0, 1, 1, 0. Das ist diese Zeile hier gewesen. Und nehmen wir nochmal diese hier. Erste Spalte, dritte Zeile. Letzte Beispiel hier gerade. Was kommt hier für ein Wert? Das ist auch wieder eine 1. Genau. Insofern also kann ich hier die ganze Tabelle damit übertragen. Und wenn ich das Ganze gemacht habe, den Rest mache ich jetzt mal ein wenig schneller für uns. 0, 0, 0, 1 müsste das sein. Die zweite Zeile 1, 1, 1, 1. Dann 1, 1, 0, 0 und 1, 1, 0, 0. Einfach nur Schritt für Schritt jede einzelne Zeile übertragen, nach und nach durchgehen. Wenn man sich merken will, wie diese Spalten- und Zeilenbeschriftungen aufgebaut sind, dann fällt uns vielleicht eine Sache dabei auf in dieser Reihenfolge 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Erinnert ihr euch an etwas? Irgendwas, so ein Begriff, den wir vor einiger Zeit auch schon mal hatten im Tutorium? Genau, Einschrittigkeit. Also, wenn ihr euch merken wollt, oder einfach noch so ein bisschen als Eselsbrücke, wahrscheinlich müsst ihr euch das danach jetzt auch nicht mehr extra merken, weil wir es jetzt dann so durchgekaut haben. Es fängt mit 0,0 an und dann geht es einschrittig durch. Zyklisch ist es auch noch, genau. 0,0, 0,1, dann hier von 0,1 gehen wir zu 1,1, damit einschrittig ist und dann 1,0 und dann wieder von vorne quasi das Ganze. Übrigens zyklisch, das ist auch natürlich ein guter Hinweis. Wenn wir gleich so ein bisschen Schleifendinge machen an sich, ist das Ganze auch zyklisch zu sehen als Band von rechts raus, na, von rechts raus, links wieder rein und umgekehrt. Genau. So, wir haben damit also übertragen ins KV-Diagramm. Es gibt noch in den Vorlesungsfolien müsste es noch ein paar Beispiele geben, wie ist das eigentlich, wenn wir drei Eingabewerte haben, dann ist es halt ein 2x3, nein, 2x3, 2x4 KV-Diagramm ist ein bisschen kleiner. Das, was tatsächlich die meiste Zeit irgendwie hier so für RSB benötigt wird, ist eben das 4x4. Genau. Und insofern gehen wir jetzt einen Schritt. Ja, dann Frage. Vorsichtig mit der Funktionstabelle links, da siehst du nicht um, da hast du ja einfach nur ganz normal hochgezählt, ne? Fängst an, binär eigentlich durchzuzählen. Also die Einschrittigkeit, die siehst du halt nur, wenn du es an die Beschriftung der Zeilen und Spalten machst. Zumindest, also klar, sie steckt auch in der Funktionstabelle, aber sie ist halt nicht wirklich also nicht so auf den ersten Blick ersichtlich und erkennbar.
Hatte ich schon. Guck. Ja, hatte ich schon. Ja, einmal dupliziert. Genau. Das erste, was man dann machen würde, wäre die DNF. Die disjunktive Normalform. Wir erinnern uns, die hatten wir eben einmal berechnet. Wie ist nochmal eine disjunktive Normalform aufgebaut auf oberster Ebene? War das und oder war das oder? Was ist da die Verknüpfung zwischen den Termen? Das ist mit oder, genau. Ne, immer dran denken, disjunkt, also wer so ein bisschen mehr Deutschunterricht irgendwie in der Grammatik diese Themen hatte oder Latein. Disjunkt ist halt irgendwie so weiter, loser, ist auseinander, ist nicht so wirklich verbunden. Und das Loseste, was wir haben können, ist halt das oder. Also zumindest ist das ja, bindet das ja nicht so stark. Also das heißt, wir werden Oder-Verknüpfung am Ende haben. Gut, außerdem gilt für die DNF, wir wollen hier, ja, wir wollen hier gerade unsere ganzen Einsen haben, genau. Und die Einsen sind für uns wichtig und jetzt machen wir das, was sich ganz banal Schleifen bilden nennt. Wir versuchen Schleifen zu bilden, möglichst große Schleifen, wo wir nur die Einsen drin haben. Schleifen dürfen theoretisch links rund, also an einer Seite rausgehen, um dann auf der gegenüberliegenden Seite wieder reinzugehen. Wir müssen allerdings eine Sache aufpassen. Ich habe gesagt, möglichst groß. Aber es muss immer ein Vielfaches von 2 sein und es dürfen auch nur gerade Schleifen sein. Ich darf keine Schleifen irgendwie um die Kurve machen. Das ist nicht erlaubt. Und insofern hat jemand einen Vorschlag, wo ich vielleicht eine erste Schleife ziehen kann. Ich sage bewusst erste, denn wir werden nicht mit einer Schleife auskommen an der Stelle. Du brauchst vorsichtig, brauchst hier noch gar nichts in der Richtung weitermachen. Schleifen bilden. Schleifen bilden heißt wirklich nur Schleifen. Wir brauchen uns nur das KV-Diagramm angucken und wir versuchen ein möglichst großes Vielfaches von 2 in der Schleife abzubilden, ohne eine krumme Schleife um die Ecke zu malen. Insofern, wo könnte ich denn hier vielleicht Schleifen, also Schleifen, Einsen miteinander in eine Schleife oder einen Kreis oder ein Rechteck packen. Zeile 01. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe hier die Zeile 01 und ich könnte hier sagen, ich habe hier 4 Einsen nebeneinander, die ich in eine Schleife ziehen darf. Das ist schön, weil ich hier, ja, gut, viel weiter links, rechts kann ich gar nicht. Und genau, ich habe hier noch so ein bisschen, ich habe hier noch andere Einsen über. Das ist das, was ich sagte. Gegebenenfalls brauchen wir mehr als eine Eins, mehr als eine Schleife. Und insofern versuche ich mal mit einer möglichst anderen Farbe was zu nehmen. Ja, wir haben noch was in Spalte 00 und in Spalte 01. Wie genau kann denn hier jetzt die Schleife aussehen? Was kann ich denn hier irgendwie machen? In diesem Bereich. Also eine ganze Spalte 00 kann ich nicht nehmen, weil dann habe ich, ne, dann habe ich ja die 0 hier oben mit drin. Das wäre zu viel. Also das ist verboten. Ich darf in meinen Schleifen jetzt nur Einsen haben für die DNF. Nur Einsen. Und immer dran denken, Vielfache von 2. Nicht Vielfache von 2. Zweierpotenzen. Entschuldigung.
Okay, ja, ich kann in die Spalten 00 und 01 gucken und da halt hier ist in 11 und 10 sind die Einsen. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, ich verbinde das miteinander. Dann haben wir hier so ein schönes kleines Viererpaket. Genau. Und fehlt noch was? Habe ich noch was? Okay, ich habe oben rechts hier noch eine 1, genau. Und da kam im Prinzip schon die gute Frage mit dazu. Kann ich auch die Einsen oben rechts nehmen? Also bewusst schon die Frage nach mehreren. Genau. Ich darf Schleifen überschneidend machen. Das heißt, ich kann hier die untere 1 mit dazu nehmen. Das ist auch sinnvoller, denn wenn ich die Schleifen nachher beschreibe oder jetzt gleich beschreiben werde mit den entsprechenden Variablenbezeichnungen hier, dann sehe ich, je größer meine Schleifen sind, desto weniger Variablen brauche ich in der Regel zur Beschreibung der Schleife. Das heißt, eine Schleife aus zwei Einsen nebeneinander lässt sich durch eine Variable weniger beschreiben, als wenn ich nur eine einzelne 1 nehmen würde. So, jetzt hätte ich hier auch gucken können, hier unten dieses blaue Quadrat. Hätte ich jetzt überlegen können, ne, wie ist das denn mit den Einsen hier drüber? Das geht halt nicht. Das wäre dann eben, wären 6 Einsen in dem Block. Das wäre keine Zweierpotenz und würde dazu führen, dass ich nicht die optimalste, die geringste Schleifenbildung mache, die dazu führt, dass ich den geringsten Term kriege. Ja, also insofern, wir haben jetzt relativ große Schleifen. Jetzt gucken wir doch mal, die aufzuschreiben. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der roten an. Das war eben auch ganz schön. Also, wie schreibe ich das jetzt auf? Ich muss mir jetzt angucken, was ist passiert mit den Variablenbelegungen in meiner Schleife. Also, wenn eine Variablenbelegung konstant ist und immer das gleiche ist, dann schreibe ich es auf. Und wenn es wechselt, also wenn quasi beide möglichen Variablenbelegungen 9 und 1 dazu führen, dass ich das gleiche Ergebnis kriege, was in meiner Schleife ist, dann lasse ich das weg. Wie sieht das jetzt hier aus? Wir gucken uns mal das Rote an. Ich habe hier für x3, da habe ich nur diese eine Zeile und da steht 0. Das heißt, diese rote Schleife, die kommt nur zu tragen, wenn x3 gleich 0 ist und auch nur, wenn x3 gleich 0 ist, nichts anderes. Das heißt, ich schreibe x3 auf. Und weil ich hier 0 habe, schreibe ich das als negiert auf. So, dann ist das DNF. Ich schreibe mal ganz bewusst das Und hier hin. Wie sieht das jetzt mit x2 aus? X2 habe ich auch nur die eine Zeile. Hier ist x2 aber 1. Das heißt, ich schreibe x2 als x2 auf. Und ich gehe weiter. Ich gucke mir die x1 an. Wie ist das jetzt mit x1? x1, ui, da sind aber ganz viele Spalten. Erste Spalte x1 ist 0, zweite Spalte x1 ist 0. Okay, das ist beide Male 0. Dann gehe ich weiter. Dritte Spalte x1 ist 1. Oha. Vierte Spalte x1 ist auch 1. Also, das heißt, von x1 habe ich Sachen in der Schleife, sowohl bei x1 gleich 0 als auch bei x1 gleich 1. Und das heißt nichts anderes, als dass x1 für mein Ergebnis hier irrelevant ist. Zumindest wenn ich auf die Schleife kommen will. Das heißt, ich habe hier 0 drin von x1 und ich habe 1 drin von x1, dann fällt das weg und ich schreibe es gar nicht erst auf. Und wie ist das mit x0? Da haben wir das gleiche, ein bisschen anders. 0, 1, 1, 0. Beide Varianten drin, damit fällt das x0 weg. So, jetzt können wir uns mal angucken. Also, das war der erste Term, der ist mit oder verknüpft. Ich weiß, ich müsste jetzt keine Klammern setzen. Ich setze es einfach nur, dass wir es so ein bisschen übersichtlicher haben. Wie ist das mit der
blauen Schleife. Wie sieht da die Beschreibung für aus? Was sagt ihr dazu? Unsere blaue Schleife, dieses Quadrat hier unten links in der Ecke. Fast. Achtung, was genau verändert sich? Und was genau verändert sich nicht? Also, wie ist das mit dem X3? Richtig, X3 ist immer 1. Das heißt, das ändert sich nicht. Was mache ich damit also? Reinsch. Ah, genau deswegen muss ich es aufschreiben. Ja, das, was gleich ist, führt dazu, dass ich sage, okay, das ist das, was relevant ist für das Ergebnis. Das, was immer gleich ist, das ist das, was ich aufschreibe. Also X3 schreibe ich damit hin. Das ist so wie hier oben, dass X2 auch 1 war. Und X3 0 war. So. Wie sieht das mit X2 jetzt aus? Richtig. X2 geht hier, habe ich einmal eine 1 und da habe ich einmal eine 0. Das heißt, für diese Schleife ist das egal, welchen Wert x2 hat und deswegen lasse ich es weg. Wie ist das mit x1? Hm, okay. Richtig, x1 ist in beiden Fällen 0, x1 ist negativ, das heißt, wie schreibe ich das dann auf? Genau, ich schreibe x1 negiert auf und denke daran, dass ich gerade hier das und setzen muss. Was ist mit x0? Genau, das fällt weg, weil wir haben da sowohl 0 als auch 1 mit drin in der Schleife und insofern mache ich den Term zu. Damit fehlt uns nur noch der grüne Term. Beziehungsweise hier oben rechts, falls das jemand nicht so sehr farblich erkennen kann. Diese kleine Zweierschleife. Wie ist das da mit den Werten? Richtig, x3 ist beide Male 0, wird aufgeschrieben und das Ganze, weil es 0 ist, negiert. Richtig, genau. Also x2 wird weggelassen, weil das mit 0 und 1 dabei ist. Aber hier x1 ist nur mit einer 1 dabei, deswegen schreiben wir es mit dazu. Und dann haben wir noch x0 über. Was machen wir? Genau, x0 ist nur mit einer 0 drin. Insofern schreiben wir das negiert dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt jetzt gerade eure erste, naja gut, vielleicht nicht alle von euch die erste, aber wahrscheinlich der ein oder andere jetzt die erste DNF erstellt aus einem KV-Diagramm. Und naja, ganz, wenn man sich das so anschaut, sieht ja schon ein bisschen netter aus als irgendwie eine Formel, die, was sind das? Das wären hier doch irgendwie dann 16. 16 verschiedene Terme, die man irgendwie alle miteinander verknüpft mit oder.
Das wird ein bisschen unübersichtlich. So kann man da schon eher was mit anfangen. Und wenn man so mal ganz schief da drauf gucken will, dann sieht man, dass x3 in relativ viel eingeht, x1 auch immer noch in so einem gewissen Teil, x2 und x0 relativ wenig. Das ist ja auch ganz interessant. Genau, das ist die disjunktive Minimalform. Jetzt gibt es natürlich nicht nur die disjunktive Minimalform, sondern auch die konjunktive Minimalform. Was ist der Unterschied dazu? Genau, also auf unserer Hauptebene haben wir und es geht darum, dann platt gesagt, dass wir die Nullen in Schleifen binden. Und insofern. Mal kurz ein bisschen schieben. So. Insofern machen wir das Ganze doch einmal auch nochmal mit der KNF. Wir wollen Schleifen um Nullen bilden. Habt ihr Vorschläge für eine Schleife? Okay, ich habe hier oben auf jeden Fall Nullen. Darf ich die in eine Schleife nehmen? Ja, vorsichtig jetzt nicht die Geraden, sondern es müssen Zweierpotenzen sein, weil die 6 explizit halt zum Beispiel nicht gehen würde. Oder die 12 würde auch nicht gehen oder die 10. Aber genau, wir müssen darauf achten, Zweierpotenz, das heißt 3 geht nicht. Das heißt, wir müssen wohl irgendwie kleinere Brötchen backen und fangen mit 2 an. Und dann haben wir hier rechts noch die eine. Da könnten wir halt das jetzt irgendwie halt überschneidend machen. Okay. So, wie sieht's sonst aus? Wir haben unten rechts noch 4 Nullen, genau. Die können wir wunderbar als einen Block nehmen. Gut, auch hier versuchen wir das einmal aufzuschreiben. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Block unten rechts an. Wir müssen jetzt auf eine Sache achten, die ist vorhin schon ein wenig erwähnt worden, dass wir da im Prinzip die Eingänge negieren. Also da, wo wir vorhin bei einer 1 den Wert normal hingeschrieben haben, müssen wir ihn jetzt als negiert hinschreiben. Da, wo wir ihn vorhin negiert hingeschrieben haben, bei einer 0, müssen wir ihn jetzt ganz normal hinschreiben. Das ist so der einzige Unterschied und ansonsten natürlich darauf aufpassen, dass wir hier Oder-Verknüpfung haben. Ja, Vorschlag für die blaue Schleife, dieses Quadrat unten rechts. Genau, wir sehen, x3 hat beide Male den gleichen Wert, nämlich 1 in dem Fall. Und da wir bei der KNF sind, beziehungsweise halt eben Schleifen über Nullen bilden, müssen wir den Wert einmal negieren. Gut, wie sieht es sonst weiter aus mit der Schleife? Genau.
x2 fällt weg. Wir haben 1 und 0 dabei. Okay, x1 ist mit 1 da jeweils. Das heißt, das müssen wir schreiben, aber negiert, genau richtig. Welches Zeichen schreibe ich jetzt dazwischen? Genau, das Hauptelement ist das Und, also muss ich hier in meinen Termen, in den Schleifen das Oder nutzen. Und was müssen wir für x0 noch irgendwas machen? Genau, bei x0 ist 1 und 0 drin, da müssen wir also nichts machen. Da war es das. So, und wenn wir Oder da drin hatten, hat man schon gesagt, das Hauptelement ist das Und. Genau, falls irgendwer auch so überhaupt Probleme hat, das Oder und das Und auseinanderzuhalten, ne? Das Und hat ja fast, sieht fast aus wie so ein And aus dem A. So als blöder Tipp. Und das V, naja, vielleicht hat der eine oder andere von euch Latein gehabt, ne? Vel oder. Da kann man sich das V vielleicht auch nochmal merken. So, genau, wir haben also das und sowieso auch, warum und? Konjunktiv, Konjunktion, Konjungere verbinden. Ja, also deswegen konjunktive Normalform ist und, ist das Verbindende, das Verbindendere von den beiden ist natürlich das and oder das und insofern ist das auf der Hauptebene. Bitte nicht schlagen für die dummen Eselsbrücken. Dann können wir einfach mal mit der roten Schleife weitermachen. Das ist die hier oben links. Wie sieht es da für uns aus? Wie machen wir, was für einen Wert haben wir da? Oder was für einen Term haben wir da? Richtig. Genau. Also x3 bleibt stehen, weil es nur mit der 0 hier drin ist. Weil wir konjunktive Normalform machen, müssen wir das negieren. x2 mit der 0 bleibt auch stehen, auch negiert, also gegen negiert. Negiert mal negiertes negiert ist halt wieder positiv. Also statt 0 schreiben wir halt quasi 1. Also statt nicht x3 schreiben wir x3, statt nicht x2 schreiben wir x2. Und dann hier oben bei x1 haben wir auch beide Male die 0 drin. Statt nicht x1 schreiben wir x1, weil wir bei der konjunktiven Normalform sind. Und x0 ist mit 0 und 1 drin und deswegen fällt es weg. Und eine Schleife fehlt uns noch. Nämlich die grüne, die kleine hier. Auch nochmal eine Zweierschleife. Die gebe ich euch einmal kurz. Also, das ist für fast das gleiche. X3, X2 bleibt. Und wir müssen einmal gucken. Die Spalten sind anders. Für x1 ist jetzt 0 und 1 drin. Das heißt, das fällt weg. Für x0 ist 1 und 1 drin. Also x0, 1. Wäre x0, x0 negiert. Also oder x0 oder nicht x0. Okay, und das ist die konjunktive Normalform. Wie ich schon sagte, es kann halt eben sein, man kann halt eben gucken, wenn es dann irgendwie hier halt um Schaltungsdesign oder sowas geht, minimiertes, könnte man jetzt halt durchzählen, wie viel Gatter brauchen wir hier, wie viel Und-Gatter, wie viel Oder-Gatter, wie ist das im Vergleich zur DNF?
Na, da haben wir irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verbindungen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verbindungen bei der KNF. Könnte also dafür sprechen, dass die DNF vielleicht optimaler wäre umzusetzen. Das kann man natürlich auch anders so ein bisschen. Manchmal, also es ist hier fast gleich. Insofern sehen wir da auch nichts Deutliches. Könnte aber halt auch sein, dass man irgendwie viel deutlicher sieht, dass das eine optimaler ist als das andere. Wenn man jetzt so ein KV-Diagramm hat, dann kann es aber halt auch sein, dass man sagt, naja gut, vielleicht gibt es ja auch ein paar Dinge, wo ich sage, ich brauche hier gar nicht so viel Belegung, wie ich hier links habe, sondern es reicht mir auch ein bisschen weniger. Und damit kann ich dann vielleicht auch irgendwelche Sachen optimaler machen oder schöner machen. Das ist so das, wo dann auch diese Don't Cares ins Spiel kommen. So, was, wenn ich jetzt sage, okay, Don't Care ist so ein Sternchensymbol im KV-Diagramm und das sagt mir, das kann sowohl in der Schleife drin liegen, als auch nicht in der Schleife drin liegen. Und seht ihr hier eine Möglichkeit, ein Don't Care zu setzen, um eine schönere KNF zu bekommen? Ja, denkt dran, die KNF, das ist jetzt hier gerade das, wo wir Nullen in Schleifen setzen. Seht ihr da eine Chance, irgendwie eine dieser ganzen Zahlen in dem KV-Diagramm innen drin durch ein Sternchen zu ersetzen, sodass wir eine schönere KNF bekommen, weniger Terme, minimaler das Ganze. Okay, also eine Möglichkeit wäre, machen wir das jetzt am schönsten. Gut, also ich könnte sagen, ich setze hier bei 0000 ein Sternchen, dann würde ich mir eine Schleife sparen und dann würde ich in eine KNF kommen, die natürlich immer noch nicht x3 oder nicht x1 beinhaltet und ja, das ist das Blaue und dann immer noch die Grüne. Das wäre dann x3 oder x2 oder nicht x0. Jemand noch eine andere Idee, was man vielleicht machen könnte? Also nicht. Ja. Eins, eins und. Okay, das fällt hier. Genau, das könnte man auch machen. Dann hat man quasi das Gegenteil zu dem, was wir eben hatten. Also wenn ich. Okay, das kann man tatsächlich mehr oder weniger online gerade noch sehen. Das wäre. Das gefällt mir aber gar nicht. Also ich sehe es hier kaum noch. Vielleicht sieht es der eine doch nicht. Ich nehme halt doch lieber eine orangene Farbe. Also angenommen, ich würde hier mein Don't Care setzen, dann behalte ich immer noch die blaue, habe dann nicht x3 oder nicht x1 und die rote Schleife, das wäre dann x3 oder x2 oder x1. Hätte auf jeden Fall den Vorteil gegenüber dem eben, dass wir hier diese Negation, also quasi eine Negation insgesamt weniger hätten. Auch die muss man natürlich tendenziell machen. Gibt es sonst noch Ideen, wo ich in diesem KV-Diagramm ein Sternchen setzen könnte?
möglichst wenig oder möglichst große. Es gibt ein Feld, wenn ihr das mit einem Sternchen ersetzt, dann habt ihr weniger Schleifen und größere Schleifen. Richtig. Also wenn ich das Feld hier nehme, oben rechts 0010, dann komme ich nämlich darauf, dass ich plötzlich hier, ich deute das mal an, so eine ganz große Schleife habe. Die ganze Zeile. Und das heißt, so, wir haben erstmal das Blaue hier unten bleibt. Nicht x3 oder nicht x1. Und jetzt gucken wir hier, das ist x3 nicht, also nicht x3 oder nicht x2. Denn der Rest fällt hier weg. x1 ist mit 0 und 1 drin, x0 ist mit 0 und 1 drin. Und insofern brauche ich plötzlich sogar nur noch zwei Terme hier in der Spalte. Auch ganz nettes Ding. Nicht x3 habe ich irgendwie schon mal für das erste machen müssen. Das heißt, da muss ich gar nicht irgendwie, also das ist mir so ein positiver Nebeneffekt. Nicht x3 muss ich also nicht nochmal irgendwo erzeugen mit einem Inverter, sondern kann ich quasi an der gleichen Stelle abgreifen. Und damit habe ich halt meine Schaltung von dieser zwar einfachen, aber immer noch komplexen KNF in weniger komplex reduziert. Das ist doch schon ganz schön. Besonder also zumindest, wenn ich möglichst viel Hardware sparen will, beziehungsweise möglichst wenig ja, Bauteile haben will, um das klein zu haben. Genau, für die DNF kann ich das Ganze äquivalent machen, da dann halt eben Sternchen ersetzen. Also eben Sternchen setzen. Ich war ja jetzt quasi so frei, dass ich gesagt habe, ihr dürft irgendwas ersetzen. In der Hausaufgabe ist es dann. Oh nee, in der Hausaufgabe ist tatsächlich auch genau so rum. Also ihr dürft in der Hausaufgabe zwei Einsen durch Dunkers ersetzen. Warum ist das jetzt nicht x3 im letzten Term? Dieses nicht x3 hier. Ja, weil wir hier für x3 nur 0 haben. Und weil wir bei der KNF immer noch sind, also da, wo wir die Nullen in Schleifen haben, müssen wir das dann negieren, was wir hier sehen an den Eingängen. Also statt nicht x3, was ich hier sehe, muss ich es einmal negieren. Nicht x3 negiert ist. Du hast recht, ich habe irgendwie gerade einen dummen Fehler gemacht. Ich habe nicht aufgepasst. Da ist kein nicht x3. Das ist ja x3. Dankeschön. Gut, das. Nee, alles gut. Ich wollte nur nochmal sagen, danke fürs Aufpassen. Dafür ist wichtig, dass ihr dabei seid. So, du wolltest noch was sagen? Genau, also für die DNF, wo wir die Einsen einkreisen, würde man halt eher gucken, eine Null mit einem Don't-Care zu ersetzen. Da lässt sich nicht so viel rausholen wie eben mit dem, was wir gemacht haben. Aber hier gäbe es natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Also wenn man sich so einmal quer raufschaut, dann könnte man halt überlegen, hier oben das zu setzen. Dann würde diese Zweierschleife würde zu einer Viererschleife gehen. Und damit würde man einen Term rauswerfen. Einen müsste man loswerden. Genau, das x0 würde rausfliegen, weil es dann mit 0 und 1 drin wäre. Gut. Dann. Weiß ich nicht, wie das jetzt bei euch momentan aussieht in der Gesamtstimmung und Verfassung. Wir sind jetzt tatsächlich schon ziemlich lang und bei 2,5 Stunden wieder.
Kurz zu Ende ist gut gesagt, ist so ein bisschen, müssen wir mal schauen, ist die Frage, wie gut ihr da, wie weit ihr da an dem Thema ja, Ideen, Vorschläge habt. Ich muss auch gucken, wie viel wir hier machen können, aber wir können natürlich trotzdem uns das so ein bisschen angucken und uns dem Ganzen annähern. Weil in der vollen Geschichte schaffen wir es eh nicht. So. Prinzipiell haben wir ja trotzdem noch unsere Formel des Ganzen. Hat sich denn jemand das schon mal angeguckt, was dann da in 7.3 gefordert ist? Da wird gesagt, wie lautet die Riemann-Mahler-Form der ursprünglichen Funktion f? Und gibt es da Vorschläge zum Umgang mit dem Ganzen? Erinnert ihr euch aus der Vorlesung an irgendwas, was, oder ja? Ja, das ist halt das, was, wo so ein bisschen ein anderer Weg hier nochmal so angedacht ist. Also ja, man kann natürlich gucken, das entsprechend umzuformen. Wir haben halt ja gerade nicht die normale Funktion. Also das ist so ein bisschen das Schwierige an der Stelle. Wir haben uns Minimalform und konjunktive Minimalform und disjunktive Minimalform aufgeschrieben, aber wir haben halt ja nicht die normale Funktion irgendwie als Funktion, womit wir dann irgendwie rechnen und umstellen können, so wie wir das hier in der Aufgabe gemacht haben, wo wir dann quasi mit angefangen sind mit einer Funktion und dann weiter das Ganze. Genau, in der Vorlesung gab es da was mit einer Matrix. Das ist im Bereich oh, 8.3, glaube ich, Schaltungsfunktion. Damit wurde dann gearbeitet. Jetzt müsste man natürlich dann erstmal gucken, wie war das überhaupt mit dieser Matrix-Geschichte. Was haben wir da denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, Matrix, war das in DM entsprechend dran oder seid ihr da thematisch an einer anderen Stelle? Noch nicht, ne? Das ist ja wieder schön. Das liebe ich. Okay. Naja gut, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch aus der Schule, wenn das da noch dran ist. Irgendwie war das mal bei mir dran vor ewigen Zeiten. Dann ich sagte ja auch vor ewigen Zeiten, ist schon eine Weile her und hat sich ja einiges geändert im Schulwesen. Ihr macht bestimmt dafür andere Dinge, die ich gar nicht hatte in der Schule. Ja, das wird dann jetzt natürlich auch spannend. Ich bin jetzt noch nicht der Profi in dem Bereich. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn? Wir haben Definition damals vor gefühlt 10 Jahren, höre ich hier oder lese ich hier. Damals vor gefühlt 17 Jahren. Ist.
So, was können wir sagen? Es gibt sowas, das nennt sich an der Stelle erstmal R. R ist unser Koeffizientenvektor. Dafür gibt es eine Berechnungsvorschrift, denn das Ganze ergibt sich aus A. A ist die Transformationsmatrix. Und er ergibt sich nicht nur aus A, sondern auch noch aus mal F. F ist die Funktion, beziehungsweise halt das, was sich auf die Funktionstabelle bezieht. Und jetzt müssten wir natürlich gucken, wie kommen wir denn, ja, wie kommen wir zu unserer Transformationsmatrix? Okay, genau. Also, das Ganze ist so ein Ding mit, wir rechnen Spalten mal Zeilen. Zum Aufbau der Transformationsmatrix gibt es da auch entsprechend was dann auch mit in der Folie. Man sieht dann, dass die also, dass die rekursiv definiert ist. Es fängt an mit A0. A0 ist definiert als 1. Und für jedes weitere darüber ist es definiert, ein A von n ist gleich A von n minus 1, daneben 0, a von n minus 1 und a von n minus 1. Das heißt, für a0 haben wir den Wert als Startwert gegeben. Für a1, wenn wir uns das rekursiv anschauen, müssen wir also das alles einmal durchgehen. Wir haben unser an minus 1 ist 1. Dann haben wir 0, das bleibt. An minus 1 ist 1. An minus 1 ist 1. Das heißt, a1 ist dann entsprechend dieses kleine Viererquadrat. Jetzt würden wir mit dem Ganzen natürlich weitergehen. Auf jeden einzelnen dieser Werte gilt dann wieder dieses AN. Das heißt, A2 werde ich gleich ein Platzproblem haben. Mal gucken. A2 ist, ich fange hier oben an, mein an minus 1 ist 1, dann kommt die 0,
Dann an minus 1 ist nochmal 1, an minus 1 ist 1. Damit habe ich hier oben links die eine Ecke. Rechts daneben mache ich das Ganze mit der 0. An minus 1 ist 0. Die 0 ist definiert. An minus 1 ist 0. An minus 1 ist 0. Und dann darunter komme ich weiter mit an minus 1 ist meine 1. Ne, die 3 mal, die es quasi bleibt. Und ich habe meine 0, die definiert ist. Und ihr könnt euch ahnen, was ich hier rechts mit der letzten Ecke mache. Da mache ich das Ganze quasi nochmal. 1, 1, 0, 1. Jetzt habe ich A2. Und dann würde das Ganze quasi nochmal mit A3 weitergehen. Auch da ist das Beispiel auf der Folie. A3 ist bestimmt. Ja, A3 macht mir keinen Spaß mehr, wenn ich sie aufschreiben muss. Wie groß muss denn die Transformationsmatrix sein für unser Beispiel hier eigentlich? Ja, warte mal. Im Endeffekt ergibt sich dieses Quadrat aus dieser 1. Aus dieser 1 ergibt sich dieses Quadrat. Und aus der 0 ergibt sich dieses Quadrat. Und ich habe für jedes dieser Quadrate halt einmal das Ganze durchgeführt mit der rekursiven Berechnungsvorschrift. Ihr seht natürlich schon, dass dann halt quasi mit jedem rekursiven Schritt diese Transformationsmatrix einfach immer größer sein wird. Was einem auch so ein bisschen auffällt, ist, dass anscheinend irgendwie Einsen unten hängen bleiben und dass sich oben rechts in der Ecke auf jeden Fall irgendwie Nullen ansammeln. Das ist so, naja, ich sag mal, eine grobe Kontrolle, wenn ihr das habt, dass sich irgendwie unten Einsen ansammeln und, na gut, auch von der Berechnungsvorschrift mit unserem Start auch links Einsen ansammeln, links und unten Einsen ansammeln, oben rechts Nullen und dazwischen hat man halt eben Nullen und Einsen am Ende. Dann seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen, guten Weg mit der Transformationsmatrix für, und das war ja noch die Frage, ich habe jetzt hier A0, A1, A2. Welches braucht ihr denn für die Hausaufgabe oder für unser Beispiel? Wovon ist die Transformationsmatrix abhängig? Genau, also für die Hausaufgabe wäre das A4, für unsere Aufgabe hier prinzipiell auch. Warum? Weil wir vier Eingangsvariablen haben. Okay, also wir haben eine Transformationsmatrix, wir wissen, welche wir nutzen müssen. Mal dem F. Okay, F ist, kriegen wir woher? Ja, das ist tatsächlich etwas ungünstig, dass es hier gerade auch A heißt. Ich benenne sie mal eben ganz frech um, damit
damit das jetzt einfach f ist. So, ein schönes f. Genau, das heißt, wenn R ausgerechnet werden soll, dann habt ihr im Prinzip eine hübsche große Matrix. Ja, wir können sie ja ein bisschen kleiner gerade mal machen, aber nur so for fun. Wie ich schon sagte, es kommen hier vorne irgendwie ganz viel Einsen. Einsen, 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 Einsen. Hier oben sind irgendwie Nullen. Vielleicht auch noch ein paar mehr in die Richtung oder in die Richtung. Und dazwischen haben wir noch irgendwie anderes Zeug. Diverse Zahlen. Das ist die Transformationsmatrix mal dem f, also der Funktion, die wir haben. Und tatsächlich einfach nur runtergeschrieben. Also in dem Beispiel wäre es jetzt bei mir 0, 0, 1, 0, 1 und so weiter. Bis ich am Ende unten wieder bei einer 0 bin. Okay, das ist also das a mal f. Und gut, wie war das jetzt? Wir hatten schon gesagt, Spalte mal Zeile. Was bedeutet das also, dass ich am Ende, auf was komme ich dann raus? Wie groß ist jetzt dann mein Ergebnis? Also kriege ich irgendwie jetzt einen richtig großen, breiten Baum, wo ich mir ganz Angst haben machen muss, dass ich jetzt irgendwie hier so viel Platz brauche im Verhältnis? Richtig, das ist so groß wie die Spalte von f. Das heißt, wir kommen hier auf irgendwie sowas. So, wer kennt sich denn, ja, wer weiß denn noch so grob, wie war das jetzt mit der Multiplikation des Ganzen? Okay. Okay. Gucken wir uns mal an, was das wird. Das klingt jetzt erstmal richtig. Schauen wir uns das mal an. Ich brauche hier gerade mal irgendwie ein bisschen Platz mal wieder. Nehmen wir hier das KV-Diagramm raus. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Okay. Also, was hat es Ihnen gesagt? Also, wir haben hier eine Spalte von Einsen am Anfang. Und ich habe zu oben weit oben angefangen. Das müssten dann jetzt insgesamt 16 Stück da sein. Machen wir hier gerade so ein kleines Merkerkästchen. Und ja gut, wie gesagt, dann geht der ganze Kram hier alles weiter. Und das meintest du, dann müssen wir irgendwie, das ist unser A, das andere legen wir dann so ein bisschen quer, ne? So. Warum 16? Weil das die Transformationsmatrix
vier Eingangsvariablen jetzt wäre, wie bei uns im Beispiel, beziehungsweise auch das, was ihr dann halt habt, wenn ihr am Ende dann für die Hausaufgabe das einmal noch rekursiv erweitert habt. Also wir haben ja A1, A2, A3 findet ihr noch in den Folien und da müsst ihr für A4 das Ganze noch einmal genauso machen, wie wir das hier einmal gemacht haben. Okay, also das heißt, wir haben auch hier das vielleicht einmal ein bisschen darstellen. Sollte nicht die gleiche Farbe nehmen. Welche haben wir denn noch? Grün habe ich hier noch nicht. Also, das Ding haben wir jetzt quasi dahin gehängt. Okay. Wie gehen wir dann weiter vor? Die. Naja, also erstmal ist es relativ. Ja. Genau, ich multipliziere und dann addiere ich. Soweit ist das richtig. Das heißt, ich würde durchgehen. Gut, hier ist es jetzt relativ langweilig. Das Ganze ist irgendwie null. Ja, ne. Alles irgendwie 0 mal irgendwas, das zusammen addiert, komme ich natürlich am Ende auf eine 0 raus. Viel spannender ist, das muss ich mal gucken, ob wir irgendwie einen schönen Teil. Ja, an sich schon. Ich wollte gerade eine Sache nochmal prüfen. Weil irgendwie habe ich gerade leider auch einen Hänger, das tut mir leid. Gott, ich merke nur wieder, dass Matrizen doch länger her sind, als ich dachte. Okay, ich will das jetzt nicht lange aufhalten. Ich mache euch den Vorschlag, ich gucke das nochmal nach, ich schreibe euch das dann mit dazu in der genauen Beschreibung. Das ergänze ich jetzt nochmal. Ich merke aber, es ist für mich einfach zu spät langsam. Und wie gesagt, normal brauche ich es nicht. Das ergänze ich euch noch. Was auf jeden Fall aber dann wichtig ist, und das würde ich jetzt einmal nochmal ergänzen mit der Rechnung, wenn danach ein Ergebnis rauskommt, also beispielsweise brauchen wir jetzt was Kleineres, eine kleinere
Basismenge. Fluoridmalla haben wir. Ich glaube, das reicht an der Stelle, wenn ich sage, wir nehmen hier die Basisfunktionen, die werden definiert über 1, x0, x1 und x1, x0. Das wäre für zwei Eingänge das Ganze. Für vier Eingänge haben wir natürlich vier mehr. Also dann würde man das dann auch noch schrittweise weiter aufbauen. Und wir würden hier aus dieser Rechnung, würde ja ein Ergebnis kommen. Und das würde beispielsweise so aussehen, also das dann wieder aufgerichtet oder auch nicht aufgerichtet. Also wenn man es aufschreibt, muss man es einmal normal aufrichten. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir, dann sagen wir mal, das Ergebnis ist 0, 1, 1, 0, 0. Dann muss ich das ja noch übertragen auf meine Basisfunktion, damit ich dann weiß, was die Riemann-Mahler-Form genau ist. Und ich würde das Ganze quasi jetzt auch dann darauflegen und ich hätte hier 0, 1, 1, 0, 0. Und da, wo ich eine 1 drüber stehen habe, das sind halt die aus der Basisfunktion, die ich dann auswähle, die ich dann nutze. Das heißt, angenommen, ich habe zwei Eingänge und habe das hier als Ergebnis 0, 1, 1, 0, 0. Dann würde ich halt als Riemann-Mahler-Form rauskriegen, das ist dann x. 0 XOR X1. Also das vielleicht einmal noch mal hier so am Rande, weil das ist so das, oh Gott, Matrizenmultiplikation könnt ihr selber sonst auch nachgucken, aber wie gesagt, ich ergänze das dann gleich noch mal in Ruhe. Und so kommt ihr dann aber auf eure Basisfunktion. Ja, also die Basisfunktion schrittweise aufbauen. Da ist auch eine rekursive Bildung für beschrieben in den Folien, dass man halt da eben auch anfängt mit man fängt mit 1 an. Das mache ich lieber auf einer neuen Folie. Okay, Riemann-Mahler-Basisfunktion. Also, ich fange mit 1 an. Definiert ist das Ganze als die Riemann-Mahler von n-1. Die bleibt quasi, also die von einer Stufe weniger, mit entsprechend weniger Variablen. Und dann kommt xn dazu, mal Riemann-Mahler-Form von n-1. Das bedeutet also, wenn ich eine Variable dazu kriege, dann ergänze ich das alles nochmal irgendwie dazu. Und deswegen heißt es, für 0 Variablen starte ich mit dem Wert 1. Für eine Variable gehe ich hin und gucke, Riemann-Mahler-Form n-1 ist 1. Und dann habe ich xn mal Riemann-Mahler von n-1. Xn, also ist x1. Dann kommt hier als nächstes zwei Variablen. Was? Genau. Genau, dann kommt, dann haben wir x, statt x1 haben wir eben noch x2, was dazu kommt. Und eben
Also weil x2, ne, ist das hier eigentlich, x2 mal x1. Deswegen kommt da x2 alleine dazu. Und eben x2, x1 als die Kombination aus x2 und x1. Dann würde ich weitermachen, komme ich zu x3. Ich schreibe das alte hin. Jetzt wird es halt eben langsam einen Tick spannender, wenn ich jetzt nämlich hier hingehe. Also x, Riemannformel von n-1 ist 1, ist x1, ist x2, ist x2, x1. Und ganz entgegen jeglicher Logik, die man sich quasi so denken würde, dass man es so macht, ist es so, dass wir halt, weil wir dieser Formel folgen, haben wir erstmal die alte hingeschrieben und dann multiplizieren wir das eben mit dem x3. Und das heißt, dass erst hier an dieser Stelle in dem Ganzen unser x3 in der Riemannformel auftaucht. Das ist dann halt für euch dann auch spannend, wenn ihr das Ganze ja, gegebenenfalls dann weiter ergänzen würdet. So, das heißt x1, x2, x3. Das heißt, ich fange an x3, dann habe ich x3, x1, x3, x2 und x3, x2, x1. Und so baue ich mir die Basisfunktion einmal auf. Ich habe schon gesagt, wir haben vier Variablen. Wir müssen im Prinzip ein höher. Jetzt ist es so, dass unsere Variablen nicht in der Hausaufgabe nicht mit x1 anfangen zu zählen, sondern wir fangen an mit x0. Das heißt, ihr müsstet einmal das entsprechend einmal anpassen, dass ihr natürlich dann entsprechend hier x0 statt x1 habt. Und x1 statt x2. Das Ganze also alles einmal um einen runtersetzen. Und es fehlt halt eben die Erweiterung für dann vier Variablen. Das ist jetzt für drei Variablen. Ihr müsstet es dann eben für vier zu Hause nochmal machen. Gut, also jetzt wisst ihr immerhin, wie die Transformationsmatrik gebildet wird, wie die Basisfunktionskette gebildet wird und dann halt eben genau die Berechnung, und da bin ich gerade irgendwie selber so ein bisschen am Hängen geblieben. Das gucke ich gleich nochmal in Ruhe nach. Ich hoffe trotzdem, euch damit möglichst viel geholfen zu haben. Genau. Macht es nicht zu spät, dass ihr euch um die Sachen kümmert, weil ja, irgendwann ist man sonst so ganz im Weihnachtstrott und dann ist plötzlich Silvester und dann, um Gottes Willen, ist schon das neue Jahr da. Macht es einfach vor Weihnachten. Macht euch ein eigenes Weihnachtsgeschenk. Ja? Also macht es vorher fertig oder zumindest so weit, dass ihr dann nur noch vielleicht noch zwei, drei Dinge nachgucken müsst. Ich weiß selber, es ist schwierig. Kenne ich von mir auch noch. Gut. Ich gucke jetzt nochmal Dinge nach und das ergänze ich euch dann nochmal. Und ich wünsche ansonsten eine schöne Weihnachtszeit. Guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund mit eurer Familie, je nachdem, wie ihr da irgendwie das auch feiern könnt. Ist dies Jahr alles ein wenig anders. Mal schauen, in 10 Jahren oder in 20 Jahren werden wir alle ganz anders darauf zurückgucken. Und ich freue mich auf jeden Fall, euch im neuen Jahr auf die ein oder andere Art und Weise wieder zu sehen, zu hören oder einfach nur mitzukriegen, dass euch das was hilft, was ich hier tue. So viel erstmal von mir für heute.